Ja, huhu und herzlich willkommen zu einer neuen Runde DSA 5, die Klingen der Nacht. Und ja, in schneller Reihenfolge hauen wir hier die Folgen raus für euch. Ja. Und wir, das sind vier illustre Gestalten, die Spieler verkörpern, die ja, so noch nie in dieser Runde waren. Und zwar der Pölle als Goswin, ein Magier aus Lohwangen. Ja, hallo, und ich bin gerade etwas verwirrt auf deiner Einleitung. Ich auch, jedes Mal. Ich mach das nur besser. Leopardin 202 als Ilva Stammeskriegerin. Ups. Hallo, guten Abend. Irgendeiner ist gerade rausgeflogen. Der Redner. Ja, unser Redner, ja. Das ist schlecht. Jetzt ist nämlich hier alles kaputt. Dann muss man eben nochmal kurz alles wieder hier so an. Goswin. So, jetzt habt ihr halt nur Ton gerade. Und dann warten wir, bis der Rerion wieder da ist. Naja. Ich kann ja zwischendurch mal sagen, der Rerion würde Lothir spielen, kann ich jetzt nicht einblenden, weil er ist nicht da. Und Feder spielt Ikaju, kann ich gerade auch nicht einblenden, weil ist gerade alles irgendwie kaputt. Trotzdem hallo! Ja. Das ist jetzt extrem doof hier. Ich hatte aber im selben Moment, als er rausgeflogen ist, auch so einen kurzen Hänger. Also, irgendwas war gerade. Seid ihr im selben Haus? Keine Ahnung. Wer weiß. Unbekannten Rollenspieler von nebenan. Ja, vielleicht nutzen wir die Zeit und machen eine kleine Wiederholung von dem, was beim letzten Mal passiert ist. Ja, soll ich dieses Mal? Ich finde, ich kann das am besten erzählen. Moment. Üble Vorzeichen ziehen auf. Jetzt bist du dran. Ja. Lothir hat eine Freundin. Super üble Vorzeichen. Lothir hat eine Freundin, also eigentlich eine Fastfrau. Warum er sie noch nicht geheiratet hat, habe ich keine Ahnung. Der Mann kriegt einfach nichts auf die Kette. Außer seine geweihten Sachen. Und, bei der waren wir letztens, die ist nämlich Juwelierin und wir haben sie gefragt, ob sie was zu den Himmelslichtern, ob sie ihr da irgendwas zu einfällt, was es aber nicht tat. Und danach hatte Lothir einen Ehekrach, also kein Ehekrach, sondern eher so ein Beziehungskrach, aber da die beiden irgendwie fast verheiratet sind, ist das so ein Halb-Ehekrach. Und ja, haben währenddessen draußen gewartet mit dem Elfen und alle waren irgendwie voller Eifer drauf und dran. Ja, wir gehen jetzt nach Norden, ja, wir finden diese ominöse Nebelkönig-Gestalt. Was auch immer. Ja, und ich war nicht so begeistert. Weil das sind alles so Gerüchte nachjagen im ewigen Schnee. Und dann soll da auch noch eine Bedrohung sein, die uns alle irgendwie vielleicht töten könnte. Und ich war jetzt eher so für weglaufen. Ne? So Siedlung abbrechen, weiter nach Süden. Vielleicht die Mittelreicher dahin lassen, die haben da mehr Erfahrung mit. Aber ja, da waren die anderen nicht so von begeistert. Die wollten da unbedingt hin. Die Fjarningerin sowieso, die wollte unbedingt kämpfen und das, obwohl sie kaum stehen kann. Und ja, keine Ahnung, was mit dem Elfen falsch ist, aber der ist die ganze Zeit schon komisch. Ich bin sowieso irgendwie die einzige Normale hier. Selbst mein Hund war komisch, weil wir haben nämlich einige Ratten gesichtet, nachdem Lothir seine Göttin um Rat gefragt hat und ihn mit einer Vision gesegnet hat. Aber mein Hund hat diese Ratten nicht bemerkt, also irgendwas hat da nicht gestimmt. Also wirklich nicht. Und ja. Die Vision, die Lothir bekommen hat, sah so folgendermaßen aus, dass das Dorf von einem schwarzen Nebel verschluckt wird oder so ähnlich und seine bessere Hälfte stirbt. Und da war er dann natürlich hellauf nicht begeistert und war dementsprechend noch felsenfester davon überzeugt, dass er jetzt unbedingt los muss, um das Dorf zu schützen. Ja, ich bin immer noch nicht überzeugt gewesen, deswegen haben wir den Abend alle so ein bisschen getrennt ausklingen lassen. Ich mit dem Elfen der Taverne, die Janingerin war, glaube ich, bei der Hexe, bei der Nornara, nachdem ihre Schülerin sie geheilt hat mit ihrem ersten Wundzauber. Ja, und Lothir war am Hafen und hat sich mit seiner ja, alten Flamme ausgesöhnt. Irgendwas am Horizont gesehen, irgendwas Großes. Irgendwas Gefährliches.
Und was genau wissen wir nicht, weil da hat der Koali uns den Hahn zugedreht und gesagt, machen wir nächstes Mal. Naja, irgendwas, was halt die Sterne irgendwie verdunkelt, ne? Und was schnell näher kommt anscheinend deswegen, ja. Ja, irgendwie scheint das hier bei dem Rerion irgendwie was Schlimmeres zu sein. Hat einer die Telefonnummer und kann man nachfragen? Nö. Ich auch nicht. So. Dann bleiben wir heute hinter Bildern verborgen. Und spielen erstmal so ein bisschen ohne ihn. Vielleicht kommt er noch später wieder rein. Nachher kommt Rerion rein. Alle tot! Was passiert? Nein! Das große Problem ist ja jetzt, er ist der Einzige, der das Ding da gesehen hat. Ne? Das heißt, ja. Können wir jetzt ja eigentlich kaum weitermachen, richtig? Oh. Da war bestimmt noch irgendein anderer. Aber hier, wir werden es jetzt merken, wenn sie landen. Nee, die war zu Hause. Oh, okay. Genau, er hatte sie doch weggeschickt. Packen und so. Ja. Ja. Ja, vielleicht kriegt ja mein Hund ausnahmsweise mal was mit. Tiere haben ja so einen übernatürlichen sechsten Sinn. Vielleicht. Wir werden spätestens merken, wenn sie bei uns landen. Also spätestens dann werden wir was mitkriegen, hoffe ich. Ja, wie verbringt ihr denn den Abend in Friesow? Sonst? Nüchtern. Nüchtern. Metagaming. Ich will es aber gerade nicht trinken. Ich feilsche erst um Proviant und so weiter. Wir wollen ja nach Norden ziehen. Und dann treffe ich Reisevorbereitungen. Was nicht so besonders schwer ist, weil ich meine Sachen ja eigentlich noch gar nicht ausgepackt habe. Mhm. Stimmt. Ja, ihr wart ja noch nicht so lange in Friesow. Ja, um sich mit Proviant zu versorgen, ist der beste Ansprechpartner natürlich der Egeljov, der Clan der Egeljovs, weil die ja hier alles, was hier so gehandelt wird, rund um Friesow irgendwie kontrollieren. Da kommst du an denen nicht groß vorbei, aber ich denke, das hatte ich glaube ich ja auch beim letzten Mal schon mal gesagt, dass man sich da auf jeden Fall einig werden kann. Ja. Das ist gut zu wissen. Hm. Ja. Und guck mal, ob ich nochmal die Karte einblenden kann, wo wir uns denn da gerade befinden. Hier. Genau, hier in Friesow sind wir. In der Bernsteinbucht. Und auch die Karte von Friesow selber habe ich, glaube ich, auch schon mal eingeblendet, ne? Ja. Genau. Hier ist die Karte von Friesow. Und hier oben, wenn man das sieht, so oben da, wo die beiden Schiffe sind, ist der Hafen. Eine sehr kleine Einmündung da oben. Oh, okay, das könnt jetzt mein Mauszeiger ja nicht sehen. Das ist ein bisschen dämlich. Aber hier ist eigentlich der Haupthafen. Ihr könnt das sehen. Diese kleine, ja, wie nennt man das? Bucht. Mit der Meeresenge. Da hat der gute Lothier aber nicht gestanden. Der hat etwas weiter im Westen gestanden. Eher da auf der westlichen Seite, wo die mehrere kleine Schiffe sind. Da ist nämlich so ein kleiner Fischer Hafen noch. Genau. Jo. Und was macht Ilva? Ich war ja, wenn ich das jetzt richtig habe, irgendwie zuletzt. Ne, war ich zuletzt bei euch in der Kneipe oder war ich bei Nonara? Ich weiß jetzt gar nicht. Ich glaube, ich bei Nonara gewesen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und warst, glaube ich, glaube, du warst rausgegangen und wolltest mit Nonara zusammen, also ihr wart ja mit Lothier da. Stimmt.
Und bist dann mit Nonara raus und wolltet Vika aus der Kneipe holen und so. Richtig, genau. Also ich wollte sowieso zur Kneipe, weil ihr da alle wart und sie wollte Vika abholen, genau. Und dann wollten wir uns zusammen auf den Weg machen. Das würden wir dann jetzt so tun. So war es auch, genau. Ja. Okay, dann kommt ihr irgendwann nach gar nicht so langer Zeit Laufen auch an der Kneipe. Und ja, da geht es noch, die Leute feiern immer noch dieses Iman-Spiel, aber es löst sich jetzt auch schon ein bisschen auf. Es war ja auch eher so eine Veranstaltung auch für die Kinder. Die müssen jetzt auch langsam irgendwie nach Hause und mal, wie es sich für Kinder gehört, ins Bett. Auch wenn es schon ein paar größere Kinder dabei waren, waren auch schon 15- und 16-Jährige dabei, die mitgespielt haben. Ja, und da kommen schon einige entgegen, einige davon torkeln, andere Leute laufen ganz normal. Es verstreut sich gerade so ein bisschen, als ihr ankommt. Ja, dann geht sie ja wahrscheinlich auf Vika zu. Ne? Ich würde da auch erstmal nochmal hingehen, weil ich ja so ein kleiner Vika-Fan geworden bin. Ich finde die irgendwie gut, die Kleine. Aus der kann echt was werden, wenn man die. Und guck mal so. Und? Habt ihr gewonnen? Fragst du Vika? Ja. Ich habe ja nicht gespielt. Hä? Wofür machst du dann so einen Aufstand? Ich dachte, du wärst dabei gewesen. Zum Zugucken. Hast du dir einige Techniken abgeguckt, damit du, wenn du dann dran bist, dich zu beweisen, Oh, ich was kann zeigen das nicht. kannst? Allein schon mit diesen Schlägern. Nee, 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 nee. Ich sehe einen Ladebildschirm, das ist gut. Wie Slay. jetzt? Du kannst das nicht. Ja, nee, ich kann das nicht mit diesen Schlägern und dem Ball und so. Das ist irgendwie. Nein, das ist nicht so mein Ding. Ich verarzte immer die sich mit den Schlägern die Köpfe einhauen. Ah, ein Drehregion. Sehr gut, dann kann ich jetzt ja auch wieder hier zack, 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 zack zeigen, dass doch alle da sind. Kuckuck. Ja. Es ist, ich treibe nicht so viel Sport, also nicht das. Ich gucke da lieber zu. Vor allen Dingen, wie der Müller so spielt. Der spielt gut. Ist Verteidiger, glaube ich. Nennt man so. Ich verstehe dein Ansinnen nicht so richtig. Das macht doch besonderen Spaß, seinen Körper zu stärken. Du merkst doch, wie mit jedem Mal, wo du das übst, du besser wirst. Und wäre das nicht für dich ein guter Ansporn, dir genau anzugucken, wie die guten Spieler das machen und dir fest vorzunehmen, sie eines Tages zu schlagen? Nein. Warum? Mein ganzes Leben funktioniert so. Wie? Warum? Warum? Ich verstehe das nicht. Warum? Wie soll ich denn Sportlerin werden? Ich will Heilerin werden. Da bin ich Aber gut sich drin. mit, ja, aber sich mit anderen messen. Gut, du könntest natürlich auch eine bessere Heilerin werden als alle anderen. Dann siehst du. Aber du musst immer dein Ziel fest vor Augen haben. Und genau wissen, dass du dafür hart arbeiten musst, um das hinzukriegen. Ja klar, Und das jetzt, sagt Nonara auch Nonara will immer. dich abholen, weil Ja, du schon viel zu lange auf bist. die steht schon so hinter dir und tippt so mit dem Fuß. Auf dem Boden. Ja, ich sehe das ja ein, ist ja auch schon spät. Dann gehen wir halt. Ist ja auch schon fast nichts mehr los hier. Obwohl ich habe gehofft, dass der Elf noch eine Geschichte erzählt. Aber der unterhält sich ja ständig nur mit den komischen Händlern.
Ich mag Elfen. Elfen sind cool. Jetzt reicht's aber, mein Name. Komm mit. Und zieht sich so ein bisschen am Arm irgendwie nach draußen. Ja. Und ja, am Fischerhafen war Lothir, der jetzt ja Gott sei Dank wieder mit dabei ist. Noch gemutet ist, aber sonst gerne sagen kann, was er denn jetzt vorhat mit seinem Erkenntnis am Hafen. Ja, also er starrt noch so zwei, drei Augenblicke dahin und dann fasst er einen total panischen Entschluss. Mhm. Er rennt in den Schmuckladen. Ja. Kann er ruhig ja machen, ja. Also man kennt das ja normalerweise, ne? Man macht die Tür auf, es gibt so ein Bimmelchen, aber nein, er reißt die Tür auf, er tritt sie fast auf. Mhm. Nirala! Hier übrigens mal ein Bild von Nirala. Ja. War beim letzten Mal noch nicht. Jetzt könnt ihr sie mal sehen. Ja, und die, ja, du gehst wahrscheinlich auch direkt hinter die Theke da in den hinteren Bereich, wo sie halt ihre Wohngebäude, ihre Wohnzimmer auch hat. Und da geht es halt auch so eine kleine Leiter hoch, wo es halt in den ersten Stock vom Haus geht, wo dann so die wirklichen privaten Räume sind. Hier in dem nächsten Hinterzimmer ist noch irgendwie so eine Art Werkstatt. Und war klar, dass Goswin da drauf steht? Wieso Goswin? Nein, Lothir, nicht Goswin. Nicht verwechseln die beiden. Kannst du sie oben sehen, wie sie schon angefangen hat, irgendwie so Bündel zu packen. Irgendwie Kleidung, Schuhe. Ja. Also man hört wahrscheinlich schon das Hochtrampeln. Was ist denn los? Hast du noch das Schwert deines Vaters? Das hängt da hinten an der Wand. Das wollte ich gleich einpacken. Ich schnell dran auf sie zu, so pack sie bei den Schultern. Sie kommen. Wer ist sie? Die Gefahr, sie ist schon da. Was? Wo? Ein Schiff. Ein Schiff? Torvala? Ich glaube nicht, nein. Okay, zeig's mir. Humpelt so ein bisschen Richtung Schwert, nimmt das Schwert von der Wand. Ist dann ein relativ schön gefertigtes, ja, fast schon Zierstück, aber Lothir weiß, dass es irgendwie ein zumindest früher mal sehr oft auch in Benutzung war. Die Scheide von dem Schwert ist auch noch stark geschmückt mit Edelsteinen. Und man sieht auch das alte Familienwappen von Niralas Familie, obwohl sie das eigentlich nicht so gerne mag. Ja. Und nimmt das so von der Wand und humpelt ihr dann hinterher. Es dauert eine Weile, bis sie die Treppe runter ist. Ja, weil es du bist wahrscheinlich schon vorgelaufen, stehst dann irgendwie an der Veranda. Sie hat auch einen kleinen Blick auf das Meer von ihrem Haus aus. Und ich deute dahin, wo ich das gesehen habe. Ja. Das kann man jetzt jetzt wo dieses etwas näher gekommen ist, scheint es irgendwie auch, ein Segel zu erkennen, ein schwarzes Segel. Da, ein schwarzes Segel. Es hebt sich nur durch den kleinen Mondschimmer vom Hintergrund ab. Ich bin mir sicher, das sind sie. Es, keine Ahnung. Wie schaffen die das mit... Es ist doch alles zugefroren. Magie, was weiß ich?
Ja, und jetzt, wenn man jetzt genauer ihr euch das betrachtet, meint sie so irgendwie, das ist nicht eins, das sind mehrere. Da hinten ist auch noch eins. Das ist schon fast am Anlegesteig. Hinten am Hafen. Beim Kontor. Wir müssten die anderen warnen, wenn da was kommt. Schlag hier am Hafen Alarm, ich renn zu den anderen. Okay. Sie humpelt Richtung Anleger. Versuch dich in Sicherheit zu bringen, wenn es irgendwie geht. Ich kann mich wehren, Lothier. Ja, klar. Puh, er rennt los. Ja. So schnell die langen Beine tragen. Ja, die kommen auch auf der Straße zwischendurch so ein paar Leute entgegen, die halt irgendwie wahrscheinlich irgendwie von der Kneipe gerade kommen und nach Hause wollen. Schlag der Alarm! Gucken dich so ein bisschen, hä? Was? Schlag der Alarm! Also ich brüll das auch aus vollem Hals durch die Straßen. Ja, dann gehen überall irgendwie in den Häusern noch Lichter an teilweise. Und ja, Leute stecken ihre Nasen aus dem Fensterläden, die sie dann geöffnet haben. Was denn los? Und dann irgendwann hört man vom Hafen her auch so eine Glocke, die geschlagen wird. Ja, und dann kommt Bewegung in das Dorf. Also ich renne schnurstracks in die Kneipe. Ja, und während Ilva, Goswin und die Kajo noch in der Kneipe irgendwie zugange sind, hört ihr irgendwann auch diese Glocke, die über das... Dong, 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 und sofort dong. Verkrampfen sich so die... Bei Goswin ist wahrscheinlich gerade noch in Verhandlungen oder so. Verkrampft sich so dein Verhandlungspartner. Und meint so, scheiße, der Alarm! Alarm? Ich spring auch auf. Ja, Alarm! Wir werden angegriffen! Wir verhandeln später weiter. Ja, die springen auch sofort auf und hasten zum Ausgang. Wie sieht das, dass die Wirtin sofort anfängt, irgendwie die Fensterläden zu schließen? Ich haste rein. Ich habe schon meinen Jagdspieß in der Hand und überprüfe gerade, ob der Beutel mit Steinen noch an meinem Gürtel ist für meine Schleuder. Also ich trete die Tür zur Taverne regelrecht auf. Ja. Völlig abgehetzt. Brauchst du gar nicht, weil da stürmen gerade so eine Traube Leute raus. Somebody once told me the word. Entschuldigung. Ich schimm mich dann vorbei, spring dann, schleuder mich dann halb schon in den Raum, greif dann da an die Seite, wo ich meine Sachen stehen hab. Also Speer und Bogen. Schau mich schnell um. Schiffe. Mehrere. Die kommen über das Eis. Schwarze Segel. Ja, worauf warten wir da noch? Raus hier! Ja, Wie kommen die übers Eis? Es ist alles zugefroren. Was weiß denn ich? Vielleicht haben sie Eisbrecher-Magie. Keine Ahnung. Können wir darüber später diskutieren? Ich glaube, jetzt ist es Zeit für Aktion. Lothar, hast du einen Plan? Sie aufhalten. Reicht. Zum Hafen! Ich hol die Fernigerin! Ich stehe ungefähr neben dir, so 2 Meter weg. Und so ein bisschen gelangweilt auf ihrer Achse. Da bist du ja, ich hab dich gar nicht gesehen. Nein, gelangweilt stehe ich da nicht. Ich dehne. Das ist voll gut, wenn man sich einmal vorm Kampf gut durchdehnt. Da kann man gleich viel besser. Ich roll so die Schultern hin und her und. Vielleicht tritt sie vor die Taverne mit der Axt in der einen Hand und die andere Hand so vorgestreckt, so. Got it, Big Bro. Ja. Der Moment, wo meine Kinder alle ungefähr den hier macht. Alle verrückt, aber jetzt sehe ich wenigstens, wie sie sich in einen Wolf verwandelt. Nee, tut bevor sie ich nicht. Sterbe. Tue ich nicht.
Ikayo, die Kinder. Der Elf hat gesagt, sie macht das. Ich erwarte das jetzt hier, ne? Frontschweine nach vorn! Ich tippe Ilva an. Das bist du! Okay, ich zieh meine, ich nehme meine Axt, schulter die so und laufe nach draußen. Ja. Erstaunlich schnell für seine Größe rennt Lothi dann wieder los. Mhm. Ja, sie steht dann kurz, steht dann vor der Taverne und euch weht dieser eisige Wind irgendwie um die Nase und ja, aber sonst ist es eigentlich eine sternklare, ruhige Nacht. Man hört sonst nichts, obwohl da ist irgend so ein komisches Geräusch, das sich gerade nähert. Es klingt so ein bisschen wie ein Flattern oder sowas. Jetzt mal eben kurz was anderes hier, Herr Spielleiter. Ja. Ne? Ich war ja ziemlich heftig verletzt, ich war aber nicht dabei, als ich verletzt war, deswegen habe ich jetzt keinen Schaden oder irgendwas. Mit wie viel Einschränkung kämpfe ich jetzt gleich? Gar keinen, weil dich die gute Vika ja geheilt hat. Das hat die komplett geheilt? Ja. Alter, okay, das habe ich gar nicht gedacht. Deswegen habe ich ja gesagt, deine Wunden schließen sich. Genau, das Amulett okay, hat dich geheilt, der Magier und die Kaju haben dich geheilt. Ja, ja, das ist immer so zwischendurch. Aber ich dachte, ich hätte immer noch irgendwie... Die Appel. Letzten Reste dachte, waren das Amulett und Vika. Alles klar. Cool. Ja. Sehr gut. Ja. Flügel schlagen. Also wenn ich dann die... die Büttel sehe, die Büttel. Ja, man kann die gerade auch überhaupt nicht also, ausmachen. Also das gerade in eurem Sichtblinkel seht die Häuser, die um die Taverne rumstehen, aber gerade ein paar Leute sieht man noch in Häusern verschwinden. Überall ist irgendwie Licht angegangen, so, aber Leute siehst du jetzt gerade nicht auf der Straße. Das ist ja wieder immer besser. Büttel! Ihr Geldiofs Schläger, was auch immer, los! Wir sollten ein Feuer entfachen. Ein großes Feuer, damit wir überhaupt was sehen. Bringen uns im Dunkeln gegenseitig um. Ja, mit diesem. Wir können einen Feuerschaden entzünden. Als Ikayo diese Worte sagt, hört man ein komisches, dieses Flügelschlagen gerade ziemlich laut über euch. Und als ihr gerade noch so in den Himmel guckt, was denn da ist, sieht man das Haus neben euch in Flammen aufgehen. Und die Flammen schießen aus dem Dach. Das habe ich nicht gemeint. welcher Gott verdreht meine Worte so? Und in dem Augenblick hört auch das Alarmglockengeschlage vom Hafen her auf. Dreckskacke! Fuck, da helfen meine Steine auch nicht viel. Kommt mal jemand dieses verdammte Haus löschen! Ja, es kommen die ersten Heimer Leute auch schon an und am Bilden, wenn, ja, ist ja gerade so na, Marktplatz ist das ja, haben so einen Brunnen, obwohl der jetzt ja nicht wirklich ergiebig ist, weil halt Eis und so, ne? Ja, wo kriegt man jetzt Wasser her? Wahrscheinlich gar nicht, sie versuchen irgendwie Schnee auf das ja. Ding drauf zu schippen. Und ja, als die Leute so beschäftigt sind, schon irgendwie, sie stellen sich so irgendwie um das Haus und versuchen da Schnee reinzuwerfen in die Flammen. Es geht auf der anderen Seite ein weiteres Haus in Flammen auf. Das bringt nichts, wir müssen die Leute hier rausbringen, sofort! Dann renne ich zum nächsten Haus, das nicht brennt, reiß die Türen auf den Brüll. Alle raus hier, wir müssen das Dorf verlassen! Los, los, los! Das Dorf ist gut. Ja, rennt in den Wald. Keine Ahnung, irgendwo hin. Wo Bäume sind und der Drache euch von oben nicht sieht, aber nicht ins Haus. Und dann renne ich zum nächsten Haus und wiederhole das Spiel. Ja. Okay. Bis halt andere den Ruf aufnehmen und weitertragen. Was macht Ilva und was macht Goswin? Ich gucke, ob ich irgendwie schon weiter Gegner sehe, ob ich irgendwas erkennen kann. Wenn nicht, dann versuche ich mich irgendwie nützlich zu machen, indem ich Schnee scheppe, indem ich irgendwie Leute
wegscheuche und zum ja. Weglaufen animiere. Die sind jetzt gerade fast alle damit befasst, die Häuser zu löschen, die da in Brand geraten sind. Die Riesenaxt hieß ja auch super als Schneeschaufel. Ja, genau, auf das geht. Ich rufe so in dieses allgemeine Chaos hinein. Wäre es nicht klüger, zum Hafen zu gehen und sich dem, was da gekommen ist, zu stellen? Lothe rennt ja schon durch. Jemand hört. Lothe rennt ja schon weiter zum Hafen. Der brüllt nur die ganze Zeit mal auf Gareti, mal auf Al-Adi, mal auf Nuyuka Befehle durch die Gegend. Ihr biegt um die nächste Häuserecke auf dem Weg Richtung Hafen. Und dann kommt euch einer der Gerjov-Schläger vorbei entgegen, den Lothar kennt, ausgerüstet mit einer großen Streitkeule und sagt so, kommt euch so entgegen und sagt, am Hafen sind sie, am Hafen sind sie! Wer? Die weiß ich nicht, was es ist. Man kann es nicht sehen, es ist die Dunkelheit. Wo ist Versammelt die Männer! Telerion. Wir müssen Barrikaden errichten. Habe ich mitbekommen, wo Telerion hingelaufen? Den hattet ihr den Tag über nicht gesehen. Ach ja, stimmt, der war gar nicht im Dorf, ne? Ja. Also, aber Dorf war, weißt du nicht, aber ihr habt ihn jetzt dann nicht mehr. Nachdem er im Laden war, habt ihr euch ja getrennt. Ich schnapp in meinem Vorbeigehen eine Fackel. Die ich halt irgendwo mal so aus der Verankerung mitnehme. Okay. Gut, dann macht Ikayu, während sie da die Kinder aus dem Haus raustreibt. Wo möchtest du sie denn hintreiben? Aus der Stadt raus? Also vom Hafen weg, ja? Ja, Moment. Ich schau mir gerade die Karte an. Ich möchte, dass sie vom Hafen weggehen und am besten die Häuser meiden und sich im Schatten halten, damit der Drache sie von oben nicht sieht. Der wird halt die Häuser weiter fröhlich in Brand stecken, weil die sind die größten Ziele im Moment. Und wenn sie quasi sich so halb neben der Hauptstraße in Richtung Wald halten, dann sollten die das eigentlich ganz gut hinkriegen. Und ich würde halt quasi alles, was irgendwie in der Lage ist zu laufen, dazu animieren, das dann auch zu tun. Und ihnen halt sagen, lauft in den Wald, versteckt euch, macht kein Feuer und betet. Irgendwie sowas, weil das Dorf ist verloren. Wir können die Häuser nicht löschen, so schnell wie der Drache sie in Brand steckt. Wir müssen einfach nur noch hier weg. Ja, dann lauft ihr irgendwie vom Hafen weg und mach mal eine Sinnesschärfenprobe. Yes, sir. Das müsste ich aber trotzdem schaffen. Moment. Ich habe ja nicht umsonst 10 auf Sinnesschärfe. Luca, das sind 6, dann habe ich noch 4 über. Mhm. Oh, das ist dann 2 Qualitätsstufen sogar, ne? Zwei Qualitätsstufen. Dann erkennst du zwischen 2 Häusern, wo ihr euch gerade drauf hinzubewegt, weil das der Pfad ist, müsst ihr durch diese beiden Häuser dann noch vorbei. Da schälen sich so 2 Gestalten aus den Schatten heraus. Die Leute haben angefangen, irgendwie ja Fackeln irgendwie anzumachen, um besser sehen zu können. Und ihr tragt ja vielleicht auch Licht mit euch oder so, damit ihr sehen könnt, wohin ihr lauft. Und deswegen kann man jetzt gerade sehen, dass da 2 relativ kleine Gestalten sich aus den Schatten heraus. Sie sind bläulich und pelzig. Und ja, ganz eigenartig, so ein Wesen hast du noch nie gesehen. Und die stehen da mit breiten Beinen, haben beide Säbel in der Hand. So eine Art Krummsäbel oder sowas. Schön weit gebogen. Fast schon eine Sichel. Und stehen da und heben ihre Köpfe in die Luft und scheinen mit so dicken Schweinsnasen, die sie auf dem Gesicht haben, irgendwie in den Luft herumzuschnüffeln. Okay, Wenn du nicht besser wüsstest, dann könntest du sagen, das sind Goblins. Aber Goblins sind nicht blau. Mhm. Bin ich die einzige Bewaffnete in meinem Trupp oder haben die Frauen und Kinder?
Okay, ja, dann würde ich die Kinder quasi in den Schatten schubsen, ihnen bedeuten, leise zu sein und dann mehrere Steine aus meinem Beutel holen und meine Schleuder erstmal bereit machen. Und dann quasi den Kindern so, versteckt euch und bewegt euch leise zum Wald. Ihr könnt alle Schleichen und Verstecken spielen. Jetzt kommt es darauf an. Ja. Und dann würde ich quasi hoffen, dass die Goblins uns nicht bemerken und wenn doch, dann ja, hoffen wir, dass mein erster Stein trifft. Die heben, wie gesagt, so, fangen an so zu schnüffeln und schauen dann irgendwann auffällig in deine Richtung. Mhm. Und dann hörst du irgendwelche grunzenden Laute und sie bewegen sich beide auf dich zu. Sind die Kinder weg? Die sind jetzt in den Schatten erstmal. Hast du sie da so zur Seite geschubst und dann... Mhm. Ja, und dann hätte ich ja quasi das so irgendwo hinten rum zwischen den Häusern... Hast du irgendwie gesehen, dass zwei hinter so Fässer gesprungen sind und... Okay, dann, wenn die jetzt sowieso auf mich abgesehen haben, dann würde ich den Kindern sagen, lauft zum Wald und seid vorsichtig, die Götter mit euch. Und dann, ja, lege ich meinen Stein auf die Schleuder und versuche den ersten Mal zu treffen. So, Moment. Ich hatte ja... Jetzt muss ich es wieder suchen. Ich würde präzisen Schuss nutzen wollen. Aber sie leuchten blau. Und dann würde ich präzisen Schuss nutzen wollen. Da habe ich mein Spickblock. Und dem ersten genau auf den Kopf dann. Am besten zwischen die Augen und hoffentlich zertrümmere ich ihm den Schädel. Da. Genau, dann habe ich es um 4 erschwert. So. Jetzt muss ich würfeln, richtig? Alles klar. Da. Trifft, genau. Ein W6 plus 2 mache ich Schaden. Also. Und dann 5. Und dadurch, dass ich präzisen Schuss benutzt habe, ist der Erfolg um 2 erhöht. Das wären dann 7? Ja. Also ich erschwere mir die Probe um 2 und dann ist der Erfolg um 2 erhöht. So stand das in den Regeln. Ich habe das jetzt gelesen, das ist der Schaden. Dann mache ich 7. Dann
lasse ich die Schleuder fallen und nehme den Jagdspeer. Weil das... Ich glaube nicht, dass ich es treffe. Wenn es jetzt noch schneller ist. Entschuldigung, ich hatte mich schon wieder gemutet für die Leute, die zugucken. Entschuldigung. So. Ja, ich nehme den Speer und stelle mich ihm. Ja, okay, dann nutzt du die Aktion, um deine Waffen zu wechseln. Und das Vieh kommt an mit einer Art Sturmangriff, versucht es dich niederzureißen. Mhm. Dann versuche ich dem bestimmt auszuweichen. Oh, ich habe wieder mal falsch. So. Nee. Das stellt sich dabei ziemlich ungeschickt an und läuft an dir vorbei. Kann ich ihm einen Passierschlag mitgeben? Nee, so schlimm war es nicht. Okay. Kein Patzer. Also. Ja, aber jetzt bist du wieder dran. Ja, dann mit dem Speer in den Rücken. Mhm. Ja. Gut. D, nicht W. Oh, ja. Englischer Bot. Eins! Sehr schön. Uhu. Muss ich bestätigen? Nee, brauchen wir nicht. Okay. Läuft schon. Okay, dann versuche ich mich mal zu verteidigen. Also das Vieh versucht sich zu verteidigen. Nein. Dann ist jetzt deine mein kritischer Erfolg Nahkampfattacke. Verteidigungswert halbiert ja mit dieser Würfelwurf, ist egal. Trefferpunkte mitsamt alle Modifikatoren werden verdoppelt. Okay, dann hoffen wir, dass ich jetzt nicht nochmal eine 1 würfel. Mhm. Drei. Plus 5 sind 8, verdoppelt sind 16. Mhm. Dann spießt du das Vieh mit deinem Speer, oder rammst du einen Speer tief durch den Rücken des Viehs und es spritzt schwarzes Blut in den Schnee. Während das andere Vieh, was du mit dem Stein getroffen hat, sich anscheinend wieder zu berappelt hat und ebenfalls auf allen Vieren wieder auf dich zuschießt. Du bist dran. Weil das Vieh ist gerade damit beschäftigt, sie mit den Trefferpunkten, die du ihm reingewirkt hast. Mit der Wunde, die du ihm tief geschlagen hast. Ja, dann auch auf das noch Benommene. Mhm. Jetzt oder nie. Ja, ziehst den Speer wieder aus dem angeschlagenen, wirbelst herum. Treffer mit einer 14. Mhm. Ah, das Vieh reißt dann im vollen Lauf den Arm, an dem es den Säbel trägt, nach oben und schlägt den Speer beiseite. Mhm. Und möchte dich dann direkt wieder an dem anderen Klaue umreißen, aber schafft es nicht. Schlägt kurz vor dir, vor deinem Gesicht irgendwie vorbei. Und hinter dir hörst du das andere Vieh, wie es sich auch wieder aufrappelt. Was sind das für Viecher? Ich wüsste es, aber ich sag's nicht. ich hoffe, dass die Kinder mittlerweile weg sind, wenn ich mit denen beschäftigt bin. Mhm. Ist es da hell, wo ich bin? Ja, du hast ja irgendwie eine Laterne oder eine Fackel gehabt, die entweder eine Fackel, dann hast du die auf den Boden getan, dann ist es wahrscheinlich nicht sonderlich hell, aber Laterne wird wohl etwas heller. Ich pfeife nach Liska, ich brauche Unterstützung. Mhm. Und dann, würde ich wieder das Vieh vor mir attackieren. Okay. Wenn ich darf. Klar. Die 16 trifft nicht. Der Speer geht neben dem Kopf des Wesens vorbei. Und es attackiert dich mit dem Säbel und trifft. Jetzt muss ich Parade oder ausweichen? Genau, eine Parade oder ausweichen. Kannst du dir aussuchen.
Moment. Wo finde ich nochmal meinen Ausweichwert? Auf dem allerersten Bogen. Rechts unten müsste da irgendwo stehen. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich habe gerade eure Bögen nicht offen. Allererste Seite. Ja. Ah, dann pariere ich. Zum Versuch. Hey, Parade 12 ist doch nicht schlecht. Wenn du denn Parade 12 hast. Ja. Da kann andere Leute von nur von träumen. Immer noch D, nicht W. Mors Morde. Oh. Ohne 2. Sehr gut pariert. Ich pariere. Dem ich hab mehr Glück als Verstand. Mit dem Speer kannst du den Säbel so ein bisschen herumreißen, während das andere Ding dich von hinten anspringt. Und ja, dir in den Rücken schlägt. Kannst nochmal versuchen, herumzuwirbeln mit dem Speer und es auch zu parieren, allerdings hast du dann minus 2 auf deine Parade. Hilft mir Feindgespür, wenn es mir in den Rücken fällt? Nein, das, du weißt, dass es da ist. Okay. Ich versuch's. Mehr als schief gehen kann's nicht. Verbessert das Ausweichen würde helfen. Ah, nee. Nee. Ja, dann darf ich auch mal Schaden machen. Yay. Nein. Yay. 2 W10. Tot. Oh. 1 D6. Plus dann nehme ich einfach 4. Random irgendwelche Dorfcharaktere. 5 Schaden. Der Säbel des merkwürdigen Wesens gräbt sich tief in deinen Rücken, genau zwischen Denk den dran, Schulterblättern. Dass du mit Winterkleidung Rüstungsschutz hast. Genau, Rüstungsschutz 1 durch die dicke Winterkleidung. Ja, ich schreie auf. Ja, und man hört dann ein hinter dir. Ich dachte jetzt für eine Sekunde, du hättest dich in einen Hund verwandelt. Nee, aber du bist wieder dran. Alle verwandeln sich hier in komische Tiere. Ja. Und zwar zuerst du und dann dein Hund. Kannst beide spielen drin. Ne? Sonst brauche ich deinen Hund ja nicht mitmachen. Yay! Okay, ja. Ich glaube, ich habe mit dem vor mir gerade, ich weiß nicht, wirbel ich rum? Ne, dann drehe ich dem anderen in den Rücken zu. Er ist ja gerade schon ja, so versucht, hinten gehauen. So zu parieren. Ne? Ja, ja. Der hat mich gehauen. Wahrscheinlich haue ich jetzt den hinter mir. Der andere hat dich auch gehauen, der hat mich getroffen. Ich weiß. Versuchen wir es trotzdem mal. 1! Ich weiß ja mit den Einsen um sich. Ich sterbe heute garantiert. Schauen wir mal. Mehr nee. Als 2-1 in einem Abenteuer überlebe ich nicht. Parade schafft er nicht. Ja, gut, dann mache ich Schaden, ne? Soll noch mal einer sagen, Lady Luck mag keinen. Ah, nein. 1! Na super. Das plus 5 sind 6. Wird es immer noch verdoppelt? Ja, alles wird verdoppelt. Ja, dann mache ich 12. 12? Immerhin. Ja, das Vieh heult auf. Und ja, dein Hund ist dran. Mein Hund ist dran. Ich suche meinen Hund. Einen Moment. Da. Mein Hund. Der attackiert. Mal gucken. Ich glaube nicht. Mit einer 19. Nein. Gut, das Wesen vor dir schlägt dich und trifft dich aber nicht. Und das andere Wesen mit all seinen Wunden, die du ihm geschlagen hast, versucht den Hund abzuwehren und trifft den Hund. Okay, dann darf ich mal schauen. Nein, trifft den Hund nicht. Ah, gut. Hat ja schon Schmerz.
Dann versuche ich zu parieren. 7. Ich pariere. Okay. Du musst es gar nicht parieren. Attackieren wolltest du. Wieder. Ja, blockieren. Ja. Der eine hat dich nicht getroffen, der andere hat den Hund nicht getroffen. Das heißt, du darfst attackieren. Okay, gut. Das ist an der Attackewurf und ich pariere den nicht. Mein nicht. Patzer, Nahkampf, Attacke. Patzer, Nahkampf, Verteidigung. 1W6 plus 2 Schadenspunkte. Und dann. Dann wäre es mit Leerzeichen. So, 4 Schaden für das arme Wesen. Mhm. Lass sich selber seinen Säbel auf den anderen, weil es auf allen Vieren ist, so auf den Finger haut. Noch einmal böse aufheult. So, der Hund. Der Hund darf jetzt auch? Ja. Dürfte eben auch schon. Ja, der trifft. Nein, verteidigt nicht. Gut, dann. Springt er ihm wohl an die Kehle. Mhm. 3. Ja. Dein Hund irgendwie hat, wollte ihm so an die Kehle, aber der hatte so den Arm noch hochgerissen und jetzt hat er den Hund halt so am Arm. Noch. Ist ein großer Hund. Wahrscheinlich fast so groß wie das Ding selber. Ja, könnte, ja, weiß ich nicht. Okay, eine Runde noch vielleicht. Leben meine noch eine Runde, wer weiß. Attacke gegen Ikayu mit einer 2. Trifft er, trotz all seiner Wunden. Nein, ich pariere. Kling, der Speer reißt den Säbel zur Seite. Und der andere versucht, den Hund zu erstechen. Nein. Laut Patzer rappt sich die Klinge in den Bauch. Ja, er versucht, den Hund so wegzuhauen und schlägt sich stattdessen selber den Arm ab. Typisch Fex-Jünger, das ist echt nicht normal. Und es blutet jetzt wie am Spieß aus diesem Armstumpf, den er sich da hat. Aber er ist jetzt wieder frei. Ja. Du bist dran. Liska schüttelt den abgetrennten Arm und überall spritzt Blut rum. Mhm. Okay. Oh nein. 1W6 plus 2 Schaden für dich. Es sei denn, du kannst deinen Chip ausgeben von deinen Schicksalspunkten, dann kannst du nochmal würfeln. Ich glaube, es geht, wie das bei. Ja, ich sag einfach mal, das geht. Wie viele hatten wir nochmal? Du müsstest auch, weil ich glaube, normalerweise hast du 3, wenn du Glück hast, hast du 4. Mhm. Nee, ich habe kein Glück. Doch, habe ich. Dann habe ich 4. Ja, ich gebe einen aus. Würfel nochmal. Mhm. Damit treffe ich. Das Vieh versucht sich zu verteidigen und schafft es aber nicht. Okay. Dann 1W6 plus 5 Schaden. Ja. Beschreibe mal, wie du das Ding tötest. Elendes Mistvieh! Und dann ramme ich ihm den Speer durch die Brust. Okay. Ja. Das, und dein Hund ist noch dran? Ja, mein Hund ist noch dran. Ja, gucken. Diesen schwer blutenden Goblin. 4 trifft er auf jeden Fall. Was. Ja, der kann sich nicht mehr verteidigen. Der ist damit beschäftigt, seinen Stumpf zu flicken. Okay. Ja, sich selber zugefügt hat. Ja. Ja, 6 Schaden. Dann springt der Hund ihm wohl auch an die Kehle und beißt ihm die Kehle durch. Dann wahrscheinlich noch ein bisschen den Kadaver schütteln. Okay. Machen wir weiter bei Goswin. Wo bist du denn unterwegs? Ja,
Wie verteilen sich denn die Leute hier jetzt alle so? Rennen die alle Richtung Hafen? Oder? Die laufen eigentlich alle ziemlich kopflos durcheinander. Einige versuchen, die Feuer zu löschen, andere versuchen, Barrikaden andere laufen zum Tempel rüber, weil sie denken, sie wären da sicher. Vor allen Dingen die Leute, die Kinder haben, scheuchen ihre Kinder so Richtung Tempel. Und einige Männer versuchen, davor Barrikaden aufzubauen. Ich glaube, ich werde mich mit Aufklärung beschäftigen. Mhm. Wir haben nämlich überhaupt keine Ahnung, mit wem wir es zu tun haben, wie viele es sind, ob es gefährlich ist und was für Artillerie die da abfeuern. Ja. Dementsprechend werde ich mit meinem etwas nervös wirkenden Gesichtsausdruck und ein bisschen fuchtelnd Simbestia rufen und mich in eine Ofeneule fahren. Jetzt hoffen wir, dass es klappt. Das kann ich deutlich besser als magische Analyse. Von daher könnte es tatsächlich besser klappen. Ich bin sogar so kühn, dass ich dabei Astralenergie sparen möchte. Wer weiß, wofür ich die gleich noch brauche. Das heißt, ich erschwere mir das um 1. Mhm. Ach du Scheiße. 5, 12, 20. Ja, mal gucken, was brauche ich. Ja, es klappt. Gerade so eben. Also ich habe jetzt nicht, wer weiß, wie Qualitätsstufen über, aber es klappt. Die 20 ist böse, aber nicht vernichtend. Ich verwandle mich in eine Eule. Und flattere sofort um das Gebäude herum in Richtung, in einem etwas größeren Bogen. Nutze die Dunkelheit und meine etwas besseren Augen in der Dunkelheit, um mal auszuspähen, wer oder was uns da attackiert. Okay. Es wird ja wohl mehr sein als einfach nur Schwärze. Ja, nach was möchtest du genau Ausschau halten? Deine Frage lässt mich schließen, wenn ich am Hafen entlang fliege, sehe ich nichts Außergewöhnliches. Du siehst auf jeden Fall, wenn du einfach nur so da lang fliegst und irgendwie auf alles Mögliche achtest, mehrere Leute, die mit ihren Fackeln und Laternen halt umherlaufen und vereinzelt fallen die einfach so zusammen. Also die entweder stolpern die oder so, oder deswegen, die geraten teilweise ziemlich schnell in Panik, weil die halt wie aus dem Nichts irgendwie einfach zusammenknicken und liegen bleiben. Und du siehst, dass es zwischen den Lichtern, die die Leute angezündet haben, und den brennenden Häusern, es sind inzwischen mehrere Häuser, die brennen, nicht nur die beiden, siehst du einfach auch Kreise oder ganze Bereiche, die komplett schwarz sind, auch wenn da eigentlich Licht sein müsste. Aha. Ja, und dann siehst du auf jeden Fall auch mehrere im Hafen, mehrere Schiffe, die da irgendwie angelegt haben oder sowas. Mit schwarzen Segeln. Okay, wie sehen denn diese Schiffe aus? Und du kannst jetzt auch erkennen, warum die wohl, also sie sind wohl nicht geflogen oder waren keine Eisbrecher, sondern die stehen auf Kufen. Mhm. Wie viele sind das und wie groß sind die? Die sind relativ groß, ich schätze mal, passen so 20 Leute oder so drauf auf jedes Schiff. Also so Drachenschiffgröße. Genau. Und 5 Stück. Dies kannst du ausmachen. Okay, aber die sehen nicht wie Torvaler-Schiffe aus, ja? Nein. Hm. Haben die irgendeine Besonderheit? Weiter hinten auf dem Meer siehst du noch einen riesigen, großen, schwarzen Bereich, den du nicht der einfach nur aus Dunkelheit zu sehen, der sich auch so nicht mal von diesem Mondlicht oder so, da müsste was sein, aber du siehst halt nur so einen großen schwarzen Klecks, der mitten auf dem Eis ist. Und über diesem schwarzen Fleck fliegen irgendwelche geflügelten Wesen, die, weiß nicht, mach mal vielleicht mal eine Magiekundeprobe oder sowas. Oder schlägt mir was vor, sagen Legenden oder so. Ich glaube, Magiekunde kann ich besser. Mhm. Aber das müsste ich erstmal verifizieren. Ja, ich mache eindeutig eine Magiekundprobe. Ja, 3 Qualitätsstufen.
Ja, dann machst du auf jeden Fall schon mal. Also vielleicht stellst du mir einfach drei Fragen und ich beantworte die drei Fragen zu den Geschöpfen. Du sagtest, es sind geflügelte irgendwie Geschöpfe. Ja. Welchem mir bekannten Tier sehen diese Geschöpfe ähnlich? Also die sehen ein bisschen aus wie geflügelte Menschen. Also die haben statt Armen halt Flügel und haben halt so Vogelunterkörper, aber menschliche Oberkörper oder ja, menschenähnliche Oberkörper. Okay, so eine Art Hybriden, ja? Ja, und du meinst sowas schon mal gelesen zu haben, können wir dann da abkürzen, irgendwie so dass das Chimären sind, die man Harpien nennt. Sind das dämonische Chimären dann? Die Also Chimären sind immer dämonische. dämonisch. Ja, okay. Ja, Greifen sind für mich jetzt auch Chimären, Ja, deswegen. okay, aber Greifen sind Also für irgendwie. mich als Spieler, nicht als Ja. Kostüm. Aber also das wäre Also jetzt für mich ein es gibt auch natürliche Chimären. Harpyien, Ja. ne? Also so wie es natürliche Greifen gibt, ja. Ja, ich bin ein Ketzer. Ein ganz, ganz böser. Ich gehöre auch den Also, Spieler auf. also die sehen nicht genauso aus, wie du das gelesen hast in den Büchern so, aber am ehesten sind es Harpyien. Und ich habe euch ins Google Doc mal ein Bild gemacht von dem Wesen, die Ikayo angegriffen haben. Die sind da zwar auf dem Bild nicht blau, aber so ähnlich sehen sie aus, wenn sie auf vier Beinen laufen. Fies. Ja. Okay. Ja, und die flattern da so durch die Gegend. Haben die irgendwas in der Hand da? Nein, die fliegen mit den Händen, ne? Mit den Genau, Armen. ja. Die fliegen einfach über diese schwarzen Dinge und kannst jetzt vereinzelt welche auch über der Stadt kreisen sehen. Das sind Okay, also wahrscheinlich diese Schwingen, die ihr gehört habt. sehe ich die jetzt, weil meine Sicht besser wird, Ja, du oder? hast ja diese Eulensicht, die sind da ganz gut im Dunkeln zu Ja, sehen. genau. Deswegen. Ja, klar, nur also habe ich die vorher nicht gesehen, weil ich sie einfach nicht im Blick hatte oder Ja, weil wer jetzt guckt schon an gesehen den habe. Himmel, irgendwie, die sind halt auch, ne, dunkel und so, ne? Also die fliegen die schnell über deinen Kopf weg und sind wieder weg, ne? Also da Alles kannst, klar, ne? okay. Aber es ist nicht so, als ob das vorher einfach nur schwarze Schemen sind und die jetzt auf einmal aufploppen. Nee. Genau. Und ja, das, wie gesagt, das Auffälligste, was du sehen kannst, sind diese schwarzen Flecke, die sich überall durch die Stadt bewegen. Die Leute, die einfach wahllos irgendwie hinfallen und nicht mehr aufstehen. Und kannst du auch so merken, mehrere komische Wesen auf dem Boden sehen, die irgendwie aussehen aus der Luft, als wären es irgendwie große Hunde oder sowas. Und dann fliegst du wieder am Hafen zurück und Richtung Lagerhäuser, die etwas größer sind, und meinst irgendwie an einem von den Lagerhäusern eine merkwürdige Gestalt zu sehen, die gerade die Wand hochklettert, die definitiv nicht von dieser Welt zu ist und definitiv wohl dämonischer Art sein muss, denn es hat einen Spinnenoberkörper und einen Unterkörper und einen menschenartigen Oberkörper. Und läuft halt wie eine Spinne gerade die Wand hoch. Und ist ungefähr aber auch menschengroß, ein bisschen größer vielleicht sogar. Am Irgjelov-Lagerhaus, ja? Genau, an dem Lagerhaus, nicht an dem Kontor, sondern auf der anderen Seite der Stadt, an den Lagerhäusern. Okay. Ich glaube, ja, jetzt muss ich natürlich priorisieren, ne? Sieht dieses Spinnenwesen so aus, als wollte es in das Lagerhaus rein? Ja gut, wenn es da rein, das ist wahrscheinlich ein bisschen groß, um durch die Tür oder durch die Fenster reinzulaufen. Wer weiß, was es da auf dem Dach macht. Vielleicht Feuer legen oder so. Oder dann von oben Leute anspringen oder so. Vielleicht hat es ein Netz zwischen den So, Häusern gebaut oder so. Das kann man jetzt so von was hier nicht sehen. Spinnenhybriden halt so tun, ne? Ja. So den ganzen lieben langen Tag. Ja. Ja. Dass ich auf dieser Queste immer mit Dingen konfrontiert Gut, werde, die dann ich hätte überleg mal probieren weiter. können, Das aber wird nicht eine ganze machen. Ecke dauern, bis du da rumfliegst und irgendwie versuchst, irgendwie einen Überblick zu gewinnen. Deswegen machen wir bei Ilva weiter, die ja angefangen hatte, die Brände mitzulöschen. Ja,
Währenddessen würde ich dann auch mal gucken, ob da irgendwelche Trümmerteile von den Häusern schon so groß sind, dass man da irgendwie eine Art Barrikade oder sowas draus bauen kann. Also, dass man zwischen den Häusern, sobald die Brände halbwegs eingedämmt sind, also jetzt nicht während da alles noch abfackelt, aber dann irgendwie schon mal guckt, dass man da irgendwie Barrikaden so ein bisschen aus Trümmerteilen irgendwie mit aufbaut und ich animiere auch noch andere Leute, das mitzutun. Ja. Weil wir wissen nicht, was da kommt, aber wir sollten damit rechnen, dass es kommt. Ich habe gesehen, dass Ikayu mit den Kindern schon mal weg ist, das ist gut. Aber wir müssen halt gucken, dass wir das hier so aufbauen, dass wir uns den Gegnern auch stellen können. Ja, auch immer nun, brennende Trümmerteile sind jetzt so seine Sache, ne? Also die sind heiß und lassen sich schlecht von einer Ecke in die andere tragen. Ja, nee, nach dem Löschen Trümmerteile. Ja, die sind immer noch heiß. Ja. Also die werden ja nicht sofort... Also das Feuer ist vielleicht gelöscht, aber das ist... Ja. Aber gut, du kannst damit gucken, dass du Barrikaden irgendwie versuchst, zwischen den Häusern zu errichten, die um den Marktplatz sind. Okay. Ja. Dann willst du noch Leute dazu animieren, dir zu helfen? Ja, habe ich doch gerade gesagt. Okay, mach mal eine Probe auf... Ja, was können wir denn da mal würfeln? Schlag mal was vor, um die Leute zu überzeugen. Kriegskunst vielleicht, sowas? Einschüchtern. Einschüchtern würde vielleicht sogar funktionieren, die einfach anzuschreien und den Befehle zu geben, ja. Das kann ich halt auch einfach am besten, ne? Ja, also, dann gucken, wie sie darauf reagieren. Vielleicht haben sie Angst vor dir und laufen weg. Ja, das wär ganz schlecht. Wo steht denn Kriegskunst dabei? Bei Wissenstalente? Mhm. Ja, nee. Ich denke, das ist so ein strategisches Ding, so Barrikaden zu errichten und so. Deswegen hätte ich jetzt Kriegskunst gesagt. Ja, dann von mir aus Kriegskunst, aber da habe ich keine Fertigkeitenpunkte drin. Das ist ein bisschen doof. Aber, ja. Sieht nicht gut aus. Nicht so richtig, ne? Ja, doch, warte mal. Ja. Oh, ich kann... 13, 17, doch. Nee, das liegt... Nee. Ja. Dann werden die erstmal nicht groß irgendwie auf dich hören und ihre eigenen Sachen machen. Vor allen Dingen, sobald das Feuer gelöscht ist, Richtung Effa-Tempel laufen, um da irgendwie Widerstand oder zu organisieren. Das scheint so ein bisschen der Anlaufpunkt zu sein. Die Leute sind auch relativ organisiert. Also es ist schon ein relatives Chaos in der Stadt. Aber die scheinen das schon mal, also die scheinen so Angriffe oder sowas schon mal mitgemacht zu haben. Das heißt, sie wissen genau, wo sie hinzulaufen haben eigentlich. Also okay. Dieser Tempel scheint irgendwie ein Anlaufpunkt zu sein. Ja gut, wenn ich das wahrnehme, dann würde ich trotzdem halt irgendwie gucken, dass ich, was mir noch so in die Hände kommt und wo ich mir nicht irgendwie alles dran verbrenne, irgendwie noch in den Weg zu packen. So, und würde dann aber versuchen, halt auch den Weg zum Tempel weiter zu blockieren. Also wenn ich sehe, dass das der Anlaufpunkt ist, dann würde ich strategisch gucken, dass drumherum immer mal wieder was im Weg ist, wo man sich hinter verschanzen kann, wo man vielleicht erstmal das überwinden kannst muss. Kannst du irgendwie anfangen, auch irgendwie so Fässer und Wagen, die auf der Straße stehen oder Schlitten oder sowas irgendwie so zwischen. Genau, alles Mögliche, was ich da so finde, irgendwie was unterwegs ist, was sich irgendwie bewegen lässt, würde ich da immer so weiter. Dann bist du da zwischen zwei Häusern, einem ausgebrannten Haus und einem noch nicht brennenden Haus irgendwie zugange. Und dann kommt dir irgendwie ein Mann mit Frau und Kind irgendwie entgegen. Der Mann hat so einen großen Säbel, den er irgendwie bei sich trägt. Und die Frau hat so eine große Bratpfanne, die sie mit sich herumschleppt. Und kommen dir irgendwie entgegen, irgendwie aus Richtung Hafen. Und scheinen so relativ verloren zu sein. Ja, dann rufe ich die zu mir rüber. Hier lang zum Tempel. Ja, hier lang, ja. Laufen so in deine Richtung.
Und im nächsten Augenblick bricht das Kind, was die Frau so an der Hand hat, irgendwie nach vorne über und bleibt im Schnee liegen. Ja, ich renne da hin, reiß das Kind hoch und. Ja, du siehst, dass es einen Pfeil im Rücken hat. Oh. Einen schwarz gefiederten Pfeil. Und als du gerade noch so darunter blickst, bricht der Mann neben dir zusammen. Okay. Dann ziehe ich die Frau zur Seite. Fängt so panisch. Zieh die Frau hinter mich und würde gucken, dass ich mich auch irgendwie hinter was erstmal stecke, um zu gucken, wo der Feind da ist. Ja. Schaust dich so um und siehst irgendwie so einen schwarzen Fleck, der irgendwie auf einem der Dächer ist, wo der nicht mal das Sternenlicht durchlässt. Ich schreie dem fiese Flüche zu, auf Fjarningisch. Dann hörst du so komische Worte wie Prominiktos! Und die Frau neben dir bricht zusammen. Ich fluche noch lauter, dass diese feige Sau sich da auf dem Dach verschanzt. Wie komme ich da hoch? Ja, du kannst gerne da hochklettern, wenn du magst. Wirf die Axt! Ja, nee, ich bin echt stark und so, aber das Ding werfen, nee. Ja, ich würde dann tatsächlich klettern. Okay, kletterst dann hoch, mach eine Kletternprobe. Ja, ich habe das befürchtet. Erleichtert hier, um eins, weil man gar relativ gut hoch. Oh, mit 271 brauche ich, glaube ich, gar nicht gucken, das dürfte ich geschafft haben. Dann kletterst du in die Finsternis hinein nach oben und siehst nichts mehr, als du oben auf dem Dach angekommen bist. Es ist stockduster. Du kannst die Hand vor Auge nicht mehr sehen. Ich bin richtig wütend jetzt. Ich schreie noch rum. Du feige Sau, was versteckst du dich denn jetzt hier? Stell dich dem Kampf und steh da auf dem Dach und schrei wie so ein Rohrspatz da irgendwelche Sachen vor mich hin. Ja. Das nächste, was passieren wird, das wird dich, du wirst ein komisches Trappeln hören. Und zwar ist das nicht, sind keine Schritte oder sowas, aber es ist es klingt so ein bisschen, als würde jemand mit so Stelzen auf diesem Holzdach irgendwie herumlaufen. Zeig dich, du feige Sau! Ich versuche mich trotzdem irgendwie so ein bisschen in Richtung des Geräusches, aber die Axt vor mir schlagbereit. Irgendwie, ich höre das doch, da ist was. Du kriegst jetzt aus dem Faul von mir. Du kannst ja einfach mal wahllos in die Dunkelheit schlagen, das geht ja. Das könnte ich wohl tun, ja. Ja. Dann würde ich sagen, mach einfach mal eine Attacke und wir würfeln dann mit einem W20 auf 10 plus, triffst du irgendwas. Wenn du die generell getroffen hast. Das würde ich jetzt mal so einfach als Methode wählen. Ah, okay. Wie oft denn jetzt? Soll ich einfach mehrfach jetzt ein D20 würfeln oder was? Mach erstmal einmal. Ja, habe ich. Getroffen? Ja. Und jetzt dann den W20 nochmal hinterher und ab 10 plus triffst du irgendwas. Achso, ich muss nochmal genau. Ein D20. Aha, okay. Also auf was? Auf 10 plus habe ich was getroffen. Natürlich habe ich jetzt so zwei gewürfelt. Ne? Ja, dann merkst du, dass du keinen Widerstand hast, wo die Axt irgendwie hinschlägt. Und erstmal ist es, du hörst noch irgendwie Schreien von unten, irgendwie aus Richtung Marktplatz, irgendwie Geschrei und so, aber und tappst dich da relativ unsicher durch die Gegend und ja, meinst dann irgendwie, es könnte auch gefährlich sein, wenn du jetzt gar nicht weißt, wo die Dachkante ist, vielleicht, ne? Das ist schon nicht das Einfachste hier. Ja, wenn ich da nun nichts finde und nichts sehe, dann würde ich halt wieder runterklettern. Und gucken, ob ich irgendwie erste Hilfe leisten kann oder irgendwas. Das Kind ist wahrscheinlich tot, der Mann, die Frau, weiß ich nicht. Also ich gucke zumindest mal. Mhm. Falls da noch jemand Lebenszeichen hat, dass ich die dann irgendwie... Kletterst du wieder runter
und schaust dir die Familie nochmal an, die alle irgendwie auf dem Boden liegen. Die Frau und der Mann bluten nicht, haben aber auch keine Atmung mehr. Das Kind ist wahrscheinlich, hat auch keinen Puls mehr, blutet aus der Wunde, vor die der Pfeil geschlagen hat. Und dann siehst du etwas, was das Dach herunterklettert, beziehungsweise dann den letzten Schritt oder so vom Dach herunterspringt. Kann ich auch mal ein Bild von in die ins Dokument setzen. Es ist ein Wesen, das den Unterkörper einer Krabbe hat und den Oberkörper eines Elfen und einen großen Hammer mit sich führt und dich angreift. Okay. Moment, ich muss gerade, wo habe ich denn den Tab mit 1000 Tabs offen? Tja. Mit der Attacke wert. Trifft dich nicht. Kann ich attackieren dann? Du kannst attackieren, ja. Du kannst ihn zurück attackieren. Mit deiner Axt, ja, wahrscheinlich. Ja, natürlich mit meiner Axt. Okay. Ist gelungen. Dann versucht es, die Axt mit seinen Scheren abzuwehren. Ah, natürlich hat er mehrere Attacken, weil er mehrere Waffen hat. Fast für den Arsch. Es schafft es aber nicht. Und du kannst Schaden machen. Yay. Jetzt muss ich gerade mal kurz auf mein Dokument gucken, wo ich den Schaden nicht im Kopf habe, den man nachts macht. So. Meine Güte, Lebenspunkte. Warte. Warte mal. Wie muss ich denn das jetzt hier? Kann ich hier auch 2d6 plus 8 würfeln? Ja, kannst du auch. 2d6. Plus 18. 18, okay. Ja. Du schlägst das deine Axt und gegen das Chitin des Krabbenunterkörpers, weil der Oberkörper so ein bisschen weiter hinten ist, den kann man schlecht erreichen. Und du schlägst die Beine abhacken. Ja, das macht dann ein ungewohntes Widerstandsgeräusch, als hättest du irgendwie gegen eine Betonmauer geschlagen oder sowas. So ähnlich klingt das ein bisschen. Aber du scheinst das Ding irgendwie schon verwundet zu haben. Zumindest Alter, zuckt es ein bisschen zurück. Mit 18 Schaden mal so Klönk dagegen macht, was ist das bitte? Oh Mann. Ja. Tja. Das attackiert dich auf jeden Fall. Mit dem Hammer und trifft dich. Wie trifft dich? Nee, Quatsch, mit dem Hammer nicht. Nee, trifft dich nicht. War in der Zeile verrutscht. Dann attackiert du triffst ihn. Es. Oh, ich hätte das erschweren sollen. Scheiße, ey. Das es ist pariert mit einer seiner Scheren. Und schnappt gleichzeitig mit einer Schere nach dir und macht sich 1W6 plus 2 Schaden. Schade. Oh ja, okay. Ja. Das geht ja noch. Wattenglück. Du bist dran. Mistvieh. Ich darf wieder attackieren, ja, ne? Es hat sich ja selbst verletzt gerade mit seiner Schere. Ja, Attacke. Und keine Parade, darfst Schaden machen. Uiui. Dreizehn. Was ist das denn? Wurf hier, bitte. Okay. Es attackiert dich wieder. Sehr schön. Warum? Deine Parade ist halbiert.
Die Parade ist ja hier. Das macht ja Spaß. Ich habe jetzt vergessen zu sagen, mit was ich attackiere. Ich würfel das gleich mal zufällig aus, was ich da gerade... Ja, nein, ich habe nur 19 gewürfelt. Okay, 10 oder höher ist es der Hammer. Ne, ist die Schere. Und die Schere macht... 2W6 plus 4. 11 Schadenspunkte. Autschen. Tief gräbt sich dieses Wesen mit seiner Schere in deine Schulter. Schon verdoppelt? Ach ja, oh nee, verdoppelt. Ja, 22 Schaden, Entschuldigung. Danke, Rerimann. Ich hab nicht getan. Einfach mal die Fresse halten. Ja. Das zählt dann auch als Teamkill, oder? Ja. Du bist dran. Denk an die Schmerzstufen. Ja, ich weiß, schon 2. Mhm. Dankeschön. Ich wollte nur mal gehen. Ja. Da kommt die 1 zurück. Retourkutsche, Baby. Ja, meine Parade ist halbiert. Nein. Mach Schaden. Ich darf Schaden machen. Verdoppelt. Hä, wie muss ich das denn? Plus 8 und dann mal 2, oder was? Wie muss ich das denn machen? Ja, dann mach einfach im Kopf, das kriegen wir schon hin. 24 Schaden. Ja. Hey, Fjanninger, hey, Ja, du schlägst ihm mit einem wuchtigen Axtschlag eine von den Chitinscheren ab. Und es heult laut in die Nacht auf und gibt einen merkwürdigen, nicht von dieser Welt stammenden Schrei ab. Und versucht dich mit dem Hammer zu schlagen. Und ein triumphierendes Schuhu. Hat's mich getroffen? Ja. Darf ich nicht parieren? Du darfst parieren. Oh, warte mal, das muss ich jetzt mal gucken. Da habe ich jetzt 8, glaube ich nicht. Mit minus 2. Ja, nur warte doch erst. Parade 12 habe ich. Mit minus 2 müsste ich unter 10 kommen. Also das Parade hab ich 12 mit einer Axt? Ja. Krass. Hast du das selber gebaut, den Charakter? Ich habe das anders in Erinnerung. Wenn ich gucke es nochmal nach. Da steht Parade 12. Oder gucke ich in der falschen Tabelle? Bei deiner Waffe musst du gucken, weil die Waffe hat... Bei Zweihandhiebwaffen. Nee, bei der Waffe selbst. Gucken. Hä? Achso, nee, doch... Hä? Aber warum ist denn der Attackewert wie oben in der Tabelle? Und, ja, okay. Weil die Axt deine Parade schlechter macht, weil es ist eine Axt. Damit kann man nicht so fechten und so... Ach, das ist ja alles bitter. Ja, dann habe ich es nicht geschafft. Ja, das hatte ich so auch so in Erinnerung. Ja. Ist ja gut. Okay, dann sind wir jetzt gewinnt. 2D6 plus, was macht der Hammer? Der Hammer macht plus 7. Eieiei. 10. Ja. Denk an die dicke Winterkleidung, die einen Rüstungsschutz gibt. Könnte helfen. Ja, du bist wieder dran. Hä? Ich habe gerade getroffen und dich böse gehauen. Du bist wieder dran. Ja, genau. Ich bin gleich tot. Ja. Ich müsste jetzt mal abhauen. Entweder das oder du versuchst ihn kaputt zu hauen. Immerhin hast du ihm schon einen Chitinarm abgeschlagen. Kannst du natürlich auch 3 oder so, ne? Ja, das klappt sogar. Ich würde immer die Frage stellen, womit sie mehr Probleme hätte, vor einem Feind geflohen zu sein oder ihn. Das stimmt. keine Parade, du darfst Schaden machen. Die geben sich aber richtig mit ihren 2W immer. Ja, 13. Ich habe ja die Gegner ein bisschen. Ja. 13, ja, dann beschreib mal, wie du das Ding
tötest. Ich raff mich nochmal auf, schwing meine Axt so hoch ich kann und mit richtig Schmackes ziehe ich dem das einmal komplett über den Oberkörper. Und ja, man sieht so in Zeitlupe, zuerst ist der noch ganz der Oberkörper und dann rutscht der so rund. Ist einmal in der Mitte durchgeteilt. Gut, Lothier. Aha. Ich will schon nicht mehr. Ja, ich versuche ja ein bisschen kontrolliertes Chaos zu erzeugen. Befehle brüllen und zum Hafen rennen. Meine lieben Freunde, dürfte ich euch kurz darauf hinweisen, dass da eine fast tote Fjarnängerin irgendwo jetzt total... Ja, das weiß ja keiner. Du hast ja für dich allein in der Straße gekämpft. Vielleicht kann der Goswin es erkennen, wenn er gleich drüber fliegt oder so. Bitte behalte schon bei der Magier leer. Ja, aber Lothier ist erstmal dran, denn es passiert gleichzeitig mit deinem Kampf, genau wie Ikarios Kampf. Ja, ich will auf jeden Fall ja sehen, was uns da eigentlich angreift. Das ist ja klar. Ja. Überblick verschaffen ist wichtig. Ja, und ich renne halt Richtung Hafen. Ja. Dann rennst du Richtung Hafen an mehreren brennenden Gebäuden vorbei. Und, das geht viel zu schnell. Ja, du hörst doch zwischendurch immer dieses Schwingen, dieses Flügelschlagen. Ikarios hatte irgendwie was von Drache erzählt oder so, aber du kannst am Himmel keinen Drachen sehen oder so. Auch keinen Feuerschlag oder so. Dann hörst du aus einem der brennenden Häuser rechts von dir irgendwie Mama! Mama! Ja, dann renne ich wohl da rein. Ohne nachzudenken. Ohne nachzudenken, einfach so in die Flammen. Oder? Ja, es ist... Ja. Gut, um dich herum ist überall Rauch und Flammen. Versuch dich mal zusammenzureißen, um den Rauch nicht einzuatmen. Mit einer Selbstbeherrschungsprobe. Aha. Was denn? Dann direkt eine Orientierungsprobe hinterher, ob du richtig rauskriegst, wo das Plörre herkommt. Oh, ne, jetzt will das aber wissen. Ja, wäre gelungen, die Selbstbeherrschung. Orientierung locker. Okay, dann siehst du, dass dann irgendwie, es handelt sich wohl um eine Art Wohnhaus hier oder so, und dann da scheint irgendwie so ein Kind gerade über seiner Mutter zu irgendwie so die zu schütteln. Mama! Da fällt mir ganz ein, ich bin hitzeempfindlich, ne? Ja. Das ist fies, gerade wo es hier überall brennt. Also so in dem ersten Reinrennen schlägt ihm erstmal die Hitze entgegen. Okay. Er wird deutlich langsamer. Aber dann renne ich da einfach trotzdem erstmal rüber. Ich habe mir so den Mantel so halb vor den Mund. Ja, wie gesagt, das Bild ändert sich nicht. Das ist ein kleiner Junge wahrscheinlich oder so, der über seiner Mutter hängt und die versucht zu schütteln, während um ihn herum alles brennt. Also ich spring dann da sofort hin. Ich guck mal, ob die Mutter noch lebt. Ist tot. Kannst du auch den großen Pfeil sehen, der in ihrem Rücken steckt. Das macht mich wütend. Junge, wir müssen hier raus. Mama! Also ich würde ihn dann an den Schultern packen. Und ihn halt quasi zwingen, mich anzusehen. Hör mir gut zu. Du musst leben. Für deine Mutter. Das würde sie so wollen. Ich werde dich beschützen und dich herausbringen.
Aber du musst mit mir kommen. Jetzt. Ja, guck dich mit so tränenverfolgenden Augen und hustet einmal ganz lange und nickt dann aber eifrig. Okay, dann nehme ich ihn auf den Arm. Mhm. Und renn dann raus. Okay. Also ich drück ihn am ich mach den Mantel noch über ihn drüber und renn dann raus. Okay. Ja, auf der Straße angekommen, kannst du sehen, dass irgendwie ja, dass es hinter dir noch das Gebälk einstürzt und wärst du da eben noch stehen geblieben, wärt ihr beide jetzt wahrscheinlich tot gewesen. Und schaust noch so ein bisschen ungläubig in das Feuer und so, und als sich irgendwie ein schwarzer, düsterer Punkt zwischen dich und das Feuer schiebt, was die ganz das Licht des brennenden Hauses einschlingt. Okay. Eine Blase der Dunkelheit. Ich würde den Jungen hinter mir halten, von der Blase zurückweichen. Mhm. Ja, läufst du so langsam so zurück, hast ihn immer noch so unter deinem Mantel und stößt dann so mit dem Rücken unversehens hörst du was Spitzes, was dir in den Rücken zieht. Okay. Licht. Mhm. Ich mache einen Licht, ich erzeuge eine kleine Flamme. Ein Feuersegen. Mhm. Okay, wie groß ist die Flamme? Eine Kerzenflamme. Also jetzt nicht sonderlich gleißend hell. Ja, aber ich kann zumindest direkt mal sehen, was mir vielleicht... Ja, also es ist hell, vor dir brennt ein Haus. Es ist eigentlich nur dieser schwarze Fleck, der vor sich zwischen das Haus und dich geschoben hat, da kommt das Licht merkwürdigerweise nicht durch. Okay, dann würde ich mit dem Jungen halt versuchen, eine Blase rauszurennen. Ja. Dann halte ich hier die... Wie gesagt, du hast gerade was Spitzes im Rücken. Was habe ich denn da? Es fühlt sich an wie eine Schwertklinge. Das ist schlecht. Ja, welche Sprachen spricht Lothir? Norbadisch, Nivesisch und Istira. Okay, dann kannst du was verstehen, was so ganz entfernt nach Istira klingt. Aber eigentlich auch wieder nicht und irgendwie ziemlich rau und brummelig klingt. Und du kannst so ein paar einzelne Worte oder sowas irgendwie erkennen, aber sich keinen Reim drauf machen. Irgendwas so wie Feuer, Elend, irgend sowas. Okay, das Ganze erscheint mir aber mehr als bedrohlich. Okay. Da ich nicht sehe und nicht genau, und ich einen quasi, also mir ist schon klar, ich bin jetzt quasi blind und da ist jemand, der scheinbar nach mir stechen kann, der also irgendwas sehen muss. Mhm. Das wäre jetzt meine Schlussfolgerung, ganz haarscharf. Alles klar, der Junge noch unter meinem Mantel, nehme ich den Speer, schlag den auf den Boden. Mhm. Iffern, Herrin der Schwäne, schütze die Rechtschaffenen und Rechtgläubigen mit Güte in ihren Herzen und stärke ihren Mut. Ich mache einen kleinen Schutzsegen. Mhm. Was bedeutet gegen Dämonen. Ist das der Wurf, das heißt, den du gemacht hast? Nee, noch nicht, ne? Nee. Das geht ohne Wurf. Das okay. Ist normaler Segen. 4-Schritt-Radius um mich ist der Boden geweiht gegen alles, was dämonisch ist. Okay, dann hast du halt so eine ruckartige Bewegung gemacht und den Speer halt auf den Boden gucken. Okay, alles klar. Gut, dann ja. Das heißt also, alles dämonische alles, was dämonisch ist, versucht sich instinktiv davon zurückzuziehen. Mhm. Ja. Also es kann mich in dieser Zone zumindest im Nahkampf nicht angreifen. Okay. Gut, dann siehst du irgendwas über dich? Also siehst es nicht, weil es sehr dunkel. Mhm. Schauen wir mal, ob es dich trifft.
Nein. Hast du Glück. Also das ist so eine Klinge, die über deinen Kopf drüber wegzieht, zirscht. Der Nachteil ist, ich darf in der Blase auch nicht angreifen, denn dann erlischt das wieder. Na, also das heißt, wenn du weißt, was es eigentlich bewirken sollte, nämlich Dämonen vom Attackieren abhalten und es hat gerade attackiert, dann wird es wohl kein Dämon sein. Kann ich ungefähr die Richtung ausmachen, wer das kam? Hinter dir. Direkt hinter dir. Auf Schwertarm, Reichweite, Länge. Okay. Dann würde ich den Jungen halt mit einer Hand zu Boden drücken. Mich dann quasi so über ihn stellen. Kurz dann nur rufen, bleib unten und dann ihn halt in die Richtung stechen mit dem Speer. Ich sehe es nicht, ist richtig, aber ich kann zumindest die Richtung ja dann erahnen, weil wenn ich weiß, in welcher Höhe die Klinge war, müsste ich ungefähr erahnen können, wo der Torso wäre. Ja, also ich theoretisch. Ja, ich nehme einfach mal den Stufe 4 Sichtmodifikator für Nahkampf. Minus 4 auf alle Fertigkeiten. Der Attacke wird wild halbiert. Verteidigung und Fernkampf durch nur eine Zufallsprobe gewürfelte 1 auf W20 möglich. Das ist ja toll. Komplette Dunkelheit. Halbiert, ja? Schön. Also generell auf minus 4 und dann noch halbiert. Okay, dann brauche ich eigentlich gar nicht mehr würfeln. Elf. Ja, dann treffe ich bei 1 bis 3. Dann Schlag ungefähr in die Richtung. Nö. Ach, das ist nur ein 3, aber 3 Attacken. Okay. Du stichst dreimal ins Nichts. Okay, nochmal. So, 1d20 geht doch. Ja, nö. Viermal ins Nichts. Just in diesem Augenblick wird es um dich herum kannst du was sehen? Du siehst gerade noch die Schwertklinge auf dich zurast. Eine schwarz schimmernde Klinge, die von schräg oben auf dich drunter saust. Ja, ich kann halt nichts gegen magische Dunkelheit. Nö. 1d20. Dann bin ich wohl ausgewichen. Ja, du kreuzt dich gerade noch so zur Seite und siehst, dass die Dunkelheit langsam erst so ein bisschen durchlässig wird und dann irgendwie verschwindet. Und du siehst vor dir einen in eine schwarz schimmernde Rüstung gekleideten Elfen, der ein schwarz schimmerndes Schwert trägt und dich aus pupillenlosen schwarzen Augen anstarrt. Und dir irgendein merkwürdiges Kauderwelsch, was wohl irgendwas entfernt, ähnlich wie Istira klingt, entgegenbrüllt. Weißes Haar, schwarze pupillenlose Augen, schwarze Rüstung, schwarzes Schwert. Arsch, na, es könnte ein Patuluk. Okay. Ich sehe ihn jetzt, ja? Okay. Immer noch bei den Jungen. Würde ich jetzt mal versuchen, normal zuzustechen. Wer einen Geweihten angreift, sollte damit rechnen, dass er sich wehrt. Auch wenn dem das egal ist. Ich treffe! Nein, pariert nicht. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Krieg ich da einen Stärkebonus schon drauf? Nein, ab Stärke 15. Okay. Ein D6 plus 5. 11. 11, okay. Geweiht, falls das irgendwas ausmacht. Ich glaub's allerdings nicht. Nein. Wo sind denn die Lebenspunkte von dem? Ach, da. Wo sind denn die
Toll, hier haben sie auch keine Schmerzstufen angegeben. Bei allem anderen schon, nur hier nicht. Naja, dann muss ich selber rechnen. Schwäne können auch zuschnappen. Zack! Okay. Er versucht dich nochmal zu attackieren und trifft dich. Dann kann ich parieren. Wenn es auch klappt. Also auf den Punkt. Mhm. Ja. Schwer ist halt eine ziemlich lange Waffe. Ja, du siehst irgendwie vom Kampfstil her, der bewegt sich sehr leichtfüßig, sehr behende. Mhm. Lässt den das Schwert wie selbstverständlich im Handgelenk kreisen. Wirkt sehr selbstsicher. Ich bin im Beschützermodus. Mhm. Stich! Okay. Musst du gerade noch mal was im Wiki nachlesen? Bevor wir machen Sie das? Du bist ja eh noch da beim Würfeln. Nein, die 20. Nein, vorbei. Dann geht da habe ich die Bewegung, den Seitwärtsschritt wohl unterschätzt. Ja. Das Tänzelnde. Okay. Dann hörst du jetzt merkwürdige Laute von ihm, die so ähnlich klingen wie Axalaratos. Weiter macht er nichts, aber ich gucke noch, was schafft. Toll. Moment. Klugheit, Inni, Fingerfertigkeit. Klugheit, Inni, Fingerfertigkeit. Und ja, schafft er. Ja, das ist ja schön. Ich hätte es ja gleich richtig schnell. Mhm. Ja. Du bist wieder dran. Okay, er murmelt was. Für mich ist das jetzt so, entweder er betet zu irgendwem oder er macht einen Zauber. Also es ist oder er beleidigt dich. Oder das. Du hoppst wie gesprungen. Aber jemand, der Dunkelheit mit sich trägt, gehe ich eher von Ersterem aus. Schade. Dann versuchen wir es. Sie geht ein Stückchen höher und wird jetzt mit der scharfen Seite zuschlagen. Mhm. So. Schade, eine 2, aber getroffen. Pariert. Das ist schlecht. Ja, er ist wieder dran und attackiert dich. Und trifft weil seine Attacke unglaublich schnell jetzt auf einmal ist, ist deine Parade um 2 erschwert. Das ist ja ganz schick. Dann trifft er mich wohl. Ein D6 plus Chakra-Schwert 5. 11. Autsch! Ich guck mal eben kurz der Iffenmantel. Der glaube ich RS2. Iffenmantel. Yep, RS2. Ja, toll, dann sind noch 9. Dann habe ich wohl eine Stufe Schmerz, wenn ich das richtig. Ja, habe ich eine Stufe Schmerz. Na, das freut mich aber. Okay, er wird schneller, das. Ja. Ja, du bist wieder dran. Brülle auf. Hab ich noch irgendwas? Ich glaube nicht. Jetzt gerade schnell spontan machen kann.
Ja, friedvolle Aura, sehr, sehr witzig. Dann muss ich ihn wohl wieder pieksen. Ja. Ist jetzt, ja. Mit dem Speer bin ich auch nicht so gut wie mit dem Buch. Na. Zwei. Pariert. Mit einer 4. Und er attackiert dich wieder und Schwert saust wieder auf dich hernieder und trifft dich aber nicht. Ach, puh. Vielleicht hilft mir die Blöße, die er jetzt für einen Moment für 2 Sekunden an der Seite hat. Hm, und ihn eingepiekst. Bewegt sich relativ schnell, also. Hm. Ja, die Lücke hätte ich ausgenutzt. Ah, okay. Aber pariert. Ist der schnell. Ja, er ist schnell. Ich muss gerade mal. Zick. Wo haben wir das denn? Da. Dauert eine Aktion. Ja, perfekt. Dann hörst du ihn wieder etwas rufen. Und zwar. Moment. Ist der da? 3D20. Oh ja, das klappt auf jeden Fall. Fulminictus! Ja! Und das hat er geschafft mit allem über. Das ist 8. Äh, 2W6 plus QS mal 2, plus 16. 2W6 plus 16. Hoffentlich töte ich dich damit nicht. Ich bin tot. Moment, QS, der hat ernsthaft eine QS von 8. Entschuldigung, nee, QS, genau, nicht über. Ich war beim Altschuckgewinn, ich würfel nochmal. QS ist es, bei 8 wäre das. Ich weiß gar nicht, ob das technisch überhaupt erreichbar ist. Moment, was habe ich denn? Ich würfel nochmal. Wenn es niedriger ist, nehme ich das andere von oben. Hä? Ich bin verwirrt. 2W6 plus. QS mal 2 ist dann 6. 12 sind es dann nur. Nur, sagt er. Ja. Zwei Stufen Schmerz? Mhm. Du hast die Chance wegzulaufen. Nein, da liegt ein Kind. Das ist richtig. Unter gar keinen Umständen. Mhm. Kämpfende Magier sind fies. Ifern, behüte die Deinen. Ich würde treffen. Okay. Schauen wir mal, ob Ifern hilft. Naja, Ifern hilft, er verteidigt sich nicht. Eine Schneeflocke im Gesicht. Yes! Zehn. Ah, gib ihm Sänge! Eieieiei. Ifern hilft! Okay. Meine Augen! Okay, nur dein Speer trifft ihn. Wo trifft ihn dein Speer? Wenn er gerade gezaubert hat, wie gesagt, ich bin ja jetzt richtig auf den Knie. Dann würde ich ihn Richtung Hals gehen zu stoßen. Ja. Du triffst ihn nicht genau da, wo du ihn treffen willst, aber dann tief in der Schulter und er ruckt so zurück. Und jetzt schmeißt du sein Schwert weg und presst die Hand so auf die Wunde. Und blickt dich so mit hassverzerrtem Gesicht an, wendet sich um und läuft davon. Speer fallen lassen, Bogen in den Rücken schießen. Mhm. Okay. Er ist ziemlich schnell. Ich glaube wahrscheinlich jetzt nur einmal, aber ich versuch's zumindest. Ja. Okay. Nahe Reichweite gibt's plus 2. Ein mittleres Ziel gibt plus 0. Das Ziel bewegt sich mega schnell und schlägt Haken. Das heißt plus 4. Mhm.
Also insgesamt haben wir die Dunkelheit noch einberechnet, sind wir bei plus 6. Ich treffe. Mach Schaden. Okay. So nicht, du Drecksack. Ups, Entschuldigung. Das 16 plus 8. Schade. Wäre auch ein guter Wurf. 13 in den Rücken. Ja, und ja, er fällt vorne über und bleibt mit Gesicht nach unten im Schnee liegen. Schade, dass das jetzt keiner gesehen hat. Speer fallen lassen, ziehen, drücken, pfuh, tot. Doch, das Kind hat's gesehen. Gut, kommen wir wieder zu Ikaju. Die ja jetzt kinderlos ist quasi. Ja, ich vertraue darauf, dass die Kinder sich in dieser Umgebung sehr gut auskennen. Mhm. Wir sind ja hier aufgewachsen. Ja. Und ja, mein Rücken tut weh. Blutet wahrscheinlich auch. Mhm. Scheiß Vieh. Aber da ich hier alleine bin auf verlorenem Posten, würde ich mal die anderen suchen gehen. Läufst irgendwie so ein paar... Läufst irgendwie ein paar Häuser weiter und triffst auf eine schwer hinkende Ilva, die noch irgendwie auf dem Marktplatz ist. Also sie versucht sich so gerade zu halten, aber du siehst, sie blutet aus mehreren Wunden. Scheiße. Ja, lass mich mal kurz was nachsehen. Da. Das Einzige, was ich tun könnte, wäre sie nähen. Erstversorgung. Erste Hilfe. Ja, Erstversorgung. Wunde auszubrennen für den Fall, dass sie zu stark blutet, ist, glaube ich, das Beste, was ich im Moment tun könnte. damit sie weiterkämpfen kann, weil Nähte würden, glaube ich, zu schnell reißen. Mhm. Lauf mit Liska, die immer aber noch wahrscheinlich so dieses abgetrennte Bein oder den Arm im Maul so ganz stolz ausgehend im herläuft. Ja, ja. Ich hab ihn getötet! Siehst du das, Frauchen? Ja, du bist ein feiner Hund. Ja. Ja, dann machen wir eine Heilkunde Wundenprobe, um erst die Wunden von Ilvas erstmal zu versorgen. Ja. Scroll. Heilkunde Wunden. Ja, eine 3 ist schon mal gut. Dann kommen noch 2 Würfel hinterher jetzt. Mit 2 W20. Ja. Moment, ich mache einfach 2 D20. 11 sollte gut sein. 11 passt beides. Ja. Okay, dann wie viele Punkte hast du über? 7. 7, das heißt 3 Qualitätsstufen, das heißt... Ilva kriegt bei der nächsten Regeneration plus 3. Die Wunden sind jetzt erstmal versorgt. Dann können wir erstmal bei Goswin weitermachen, der über die Stadt kreist, wie ein Uhu, Schuhu, Huhu. Eule. Eule, ja, ein Huhu. Ein Huhu. Ja. Huhu. Was machst du denn? Du siehst irgendwie, dass ja, mehrere von den Dorfbewohnern zusammengetrieben worden sind anscheinend. Von diesem Spinnenvieh teilweise, also von einem anderen Spinnenvieh, was du noch ausgemacht hast. Und, da gibt's noch mehr von? Ja, da gibt's noch mehr. Und einigen humanoid aussehenden Wesen. Humanoid aussehend. Ja, elfisch vielleicht oder menschlich. Der sieht aus wie ein Elf. Könnte das ein Elf sein, ja. Also sind mehrere. Also es sind mehrere, wahrscheinlich Elfen. Menschen oder Elfen, ja. Ja, ich fliege da mal ein bisschen näher, um zu gucken, ob das Menschen oder Elfen sind. Ja, die haben an eines der Lagerhäuser, auf das eben die Spinne draufgeklettert ist, haben die irgendwie erst eingekesselt und dann haben sie sich zurückgezogen und die haben dann die Tür aufgebrochen und sind da jetzt rein.
auf dem Dach sitzt dieses Spinnenvieh. Ja. Die sind in das Lagerhaus. Es ist ja jetzt nicht so ein Riesendorf. Nee. Ja, das waren irgendwie, keine Ahnung, so 4, 5 Lagerarbeiter. Okay. Und wie viel Elfenwesen-Menschen stehen da jetzt vor? Da stehen keine mehr vor, die sind ja alle rein. In alle rein? Wie viele waren das denn? Ja, auch ungefähr 5. Ungefähr 5. Ja. Weiß man, manche sind halt so zwischen der in der Dunkelheit immer wieder verschwunden und weiß nicht, ob jetzt wirklich alle 5 reingegangen sind oder. Ja. Okay. Ja, wo sind denn meine Kumpanen? Kann ich die irgendwie. Ja, fliegst davon weg und drehst nochmal eine Runde. Ja, nicht zu weit. Ich würde schon gern irgendwie zumindest die Möglichkeit haben zu sehen, wenn da wieder was passiert, wenn die rauskommen oder so. Okay, dann wirst du wahrscheinlich zuerst Lot hier entdecken unten, wenn du da gezielt nachsuchst. Und da in der Ecke, wo du gerade kreist, ist Lot hier, glaube ich, am nächsten. Der irgendwie, siehst gerade noch so, wie er deinen Speer fallen lässt. Und hast so einen Augenblick das Gefühl, er würde vor Ynork überkippen, aber dann zieht er in einer fließenden Bewegung seinen Bogen vom Rücken, schmeißt sich nach vorne und schießt einen Pfeil ab. Und so schnell kannst du gar nicht gucken. Irgendwas am anderen Ende der Gasse fällt hin und bleibt auf dem Boden liegen. Ja, nice. Ein anerkennendes Schuh. gut. Also Lothia habe ich ausgemacht. Ist da noch irgendwer anders in der Nähe? Ich habe ja wahrscheinlich einen ziemlichen Affenzahn drauf. Ja, du siehst noch ein paar Leute, die ja irgendwie anfangen, die im Kampf wohl sind mit so komischen, ja, großen Hunden oder vielleicht sind es Goblins oder sowas. Man weiß es nicht so genau. Mhm. Manchmal siehst du auch noch diese Elfen Gestalten dazwischen. Meistens sitzen die auf den Häusern mit Bögen oder so. Mhm. Ich kann mich gerade nicht mehr so richtig als Spieler dran erinnern. Hat Lothier gesehen, dass ich mich verwandelt habe das letzte Mal? Ich glaube nicht. Ne? Das hat nur Ikayu gesehen. Du hast es schon mehrmals gesagt, dass du das kannst. Stimmt. Dann schuhu ich sehr laut, um auf mich aufmerksam. Also fliegst du ihm so im Kopf und machst Schuhu, 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 Schuhu. Ja, so Lot hier im Reflex. Und den Bogen nach oben. Siehst dann so auf einem Dachgebälk, sitzt so eine Eule und reißt so die Flügel hoch. Es geschieht noch ein Teamkill. Ich sehe es kommen. Jetzt würde sie sich ergeben. Zieht kurz die Augenbrauen zusammen, weil so verhält sich keine Eule. Mit Flügeln nach oben. Das ist eine Ohreneule. Ich möchte noch mal kurz darauf hinweisen. Die sind hier nicht heimisch. Steck den Pfeil weg. Mhm. Und dann flatter ich mal Richtung Lagerhaus und rote dahin. Ja, der Schlepp, der zieht erstmal den Jungen auf die Füße. Ja. Okay. Unpragmatische Helden, ey. Ja, man sieht das Lagerhaus noch relativ, also ist noch nicht in Brand gesteckt oder so. Man, ja. Aber es ist auch noch keiner rausgekommen. Also es rennt jetzt gerade keiner weg oder nee. So. Okay. Sehe ich irgendwo ein relativ sicheres Versteck für. Ja, unter einem der Fenster zum Lagerhaus sind so Kisten und auf so einem Wagen gestapelt. Dann, wenn man sich dazwischen könnte man sich verstecken. Versteck dich da und komm nicht raus. Okay. Dann sieht Goswin, wie sich Lothia halt wirklich an der Wand erstmal festhält. Und dann ganz langsam so weiter stapft. Du kannst Stimmen aus dem Lagerhaus hören, Lot hier. Dann würde ich schleichen. Mhm. Und mich dann mal lauschenstechnisch
Wenn Goswin sich da auch irgendwo aufs Gebälk setzt, ich meine, der hat immer noch im Kopf, dass die Spinne auf dem Dach sitzt, aber wenn er sich da irgendwo in der Nähe niederlässt, dann wirst du auch Stimmen hören aus dem Gebäude. Ja, nee, möchte ich nicht machen. Ich habe ja Lothe jetzt auf die Fährte gesetzt. Ich suche die anderen. Mhm. Gut, dann flatterst du erstmal davon. Ja. Und Lothe schleicht und macht eine Schleichenprobe. Ah, wo war's? Erleichtert um 1. Ja, die übliche Eleganz ist nicht mehr in der. 3D20. Moment, er lädt gerade nicht so. Verbergen, dann habe ich 3 Erfolgsgrade. Mhm, 3 Qualitätsstufen. Ja, dann schaffst du das ohne Probleme und schleicht sich so die Wand entlang zu einem anderen Fenster. Ja, der Riesenmann kann schleichen. Mhm. Dann müsstest du durchs Fenster durchgucken. Du bist gemutet. Verflucht, es greift um sich. Also jetzt nicht so Kuckuck, sondern eher so ein. Ja, du siehst da drin, ja, 3 Elfen, würdest du sagen, die du eben auch schon mal gesehen hast. Und, die stehen um einen von diesen Lagerarbeitern herum, der so auf dem Boden kniet und so die Hände so hinterm Kopf hat. Und auf dem Boden liegen noch 4 weitere Lagerarbeiter in roten Lachen. Und du hörst so die Worte von einem der Elfen, die einen ganz, ganz, ganz gebrochenen Alani reden. Und sowas, welchem Volk gehörst du? Nun, ich bin die Wese. Und dann kannst du einer Befragung lauschen. Wo lagern eure Vorräte? In den Lagerhäusern. Ja, dann geht es so weiter. Und wir machen mal bei Ikayo und Ilva weiter. Während der Elot hier da, lauscht. Ja, ich mache Erstversorgung Wunde. Das bedeutet, ich werde mir irgendwo ein glühendes Stöckchen wahrscheinlich nehmen und beziehungsweise halt wieder meinen Dolch erhitzen und dann, je nachdem wie schwer die Wunden sind und wie groß, werde ich die tatsächlich ausbrennen müssen, damit die nicht bluten. Wie Sau. Und sie uns vielleicht noch verblutet. Ja, denkst, dass die ersten Verbände, die du so angelegt hast, dass das das Nötigste eigentlich aber abhält. Er hat halt einen großen Hieb wahrscheinlich abbekommen durch diese Axt und das ist das, was am meisten geblutet hat, aber das ist jetzt nichts, was man jetzt sofort ausbrennen müsste. Okay, dann werde ich halt, keine Ahnung, eins meiner Ersatzhänden zerreißen. Ich habe gerade keinen Verband zur Hand, sehe ich nämlich. Und einen notdürftigen Verband anlegen, beziehungsweise an den argen Stellen wahrscheinlich mit 1-2 Stichen nähen. Mhm. Also, und halt fragen, wem bist du denn geraten? Und wo sind die anderen? Was zum Geier geht hier eigentlich ab? Und was ja, ist ein Geier? An wen ich da geraten bin, der liegt ja sicher noch in 2 Teilen vor mir, oder nicht? Ja, also der liegt in der Gasse hinter dir. Du hast ja ein bisschen was da davon weggeschleppt, wieder zurück und dann kam dir Ikayo entgegen. Ja, dann zeige ich ihr das. Du siehst sie da ja doch liegen. Ich habe keine Ahnung, was das hier ist. Gegen sowas habe ich noch nie gekämpft. Keine Ahnung, ich bin von 2 Goblins? Vielleicht, ich bin mir nicht sicher, angegriffen worden, als ich einen Haufen Kinder in Richtung Wald gebracht habe, damit sie sich dort verstecken können. Ja. Also verbindest Ilva gerade in die Wunden und dann seht ihr, wie eine Gestalt um die Ecke tritt auf den Marktplatz herum.
In Deckung. Ja, geht in Deckung beide? Ja. Okay, könnte hinter wahrscheinlich hinter dem Kadaver am ehesten irgendwie Deckung. Ja, wahrscheinlich. Und ich greife meine Axt fester. Ja. Und die bewegt sich relativ. Die Gestalt habt ihr noch nicht gesehen. Sie wirkt sehr zierlich und ist in nicht in Rüstung oder sowas gekleidet, sondern hat relativ edel aussehende Klamotten an und läuft so die Wand entlang, irgendwie an so einem Haus und fährt da so mit dem Finger so lang. Da ich meine Schleuder wieder eingesammelt hatte, habe ich den nächsten Stein drin liegen. Nur für den Fall. Kann ich erkennen, ob das ein Mensch ist, ein Kind, ein Elf, ein... Sieht... Bitte nicht die Schneehexe, aber... Sieht am ehesten nach einem Elfen aus, würdest du sagen. Ich kann euch ja auch nochmal in das Google Doc ein Bild reinmachen. Moment. Wann ist das denn Elfen? Du klackerst ziemlich, Maike. Ja, Entschuldigung. Vergessen mich zu muten. Einmal ein Bild. So sieht die Gestalt aus. Und ich kann ja für die Zuschauer kann ich das diesmal einblenden. Hier ist auch sehen. So sieht die Gestalt aus. Hallo Asrael. Ja. Und die geht halt so irgendwie, betrachtet anscheinend irgendwie das Bauwerk oder so, irgendwie so schaut so an dem Haus so hoch und runter und so und läuft dann quer über den Marktplatz und schaut sich den Brunnen an. Der gehört bestimmt zu denen. Der sieht mächtig aus. Scheiße, hoffentlich bemerkt er uns nicht. Ja. Wir dürfen nicht zulassen, dass er zum Elfentempel geht. Was sollen wir tun? Ihm in den Rücken fallen? Der trägt keine Rüstung, also ist er wahrscheinlich ein Magier. Ich gucke Ikayu an. Ich schätze meine eigene körperliche Verfassung ein. Don't do it! Don't! Mist. Das schaffen wir nicht zu zweit. Nein. Dann müssen wir die anderen warnen. Ja, sie blickt sich so um und dann in dem Moment tritt so ein einer von den Stürmern aus dem einem Iman-Team irgendwie aus dem Tavernentür heraus und so schaut sich so um und die Blicke von den beiden treffen sich. Oh shit. Die Gestalt bewegt sich dann in seine Richtung und er bleibt so ein bisschen wie ganz starr angewurzelt da stehen und zittert an allen. Die Gestalt geht auf ihn zu, kniet sich so vor ihm nieder, packt ihm so ein bisschen am Kopf, wiegt ihn so ein bisschen in alle Richtungen und zeigt dann wieder Richtung Tür. Das Kind schaut so Richtung Tür und verschwindet wieder in der Taverne. Okay. Ich gucke immer an. Den sollten wir nicht aus den Augen lassen. Irgendwas ist komisch mit dem. Aber richtig übel. Und Goswin fliegt währenddessen über die Stadt und sucht die anderen beiden. Findet sie zunächst nicht. Auf dem Weg zum Marktplatz fliegst du allerdings über eine Gasse, in der du jemanden entdeckst, den du kennst, nämlich deinen elfischen Freund, Tilerion, der gerade mit einem gezogenen Speer irgendwie versucht, einen Angreifer abzuwehren.
Wie sieht Telerion aus und wie sieht der Angreifer aus? Sind bei, also der Angreifer ist ein Elf anscheinend, in schwarzer Rüstung mit einem schwarzen Schwert bewaffnet und sehr behende auf ihn einschlagen. Telerion ist aber ebenso behende und verteidigt sich ziemlich geschickt. Mhm. Scheint dein Kampf auf gleicher Höhe zu sein. Ja, Telerion ist eine wertvolle Alliierte. Ich würde ihm wohl, glaube ich, beistehen wollen. Ich mache das mal folgendermaßen. Mhm. Ich fliege, die sind jetzt, wie nah sind die? Die sind ja jetzt nicht im Handgemenge, sondern im Nahkampf. Das heißt, die stehen sich ja irgendwie auch zwischenzeitlich ein bisschen so gegenüber, ne? Ja. Ich würde das gerne mal machen. Ich würde gerne den Kopf anfliegen des Gegners. Okay. So ein bisschen die Heulen verwirren oder so. Ja, genau. Okay, ja. Gut. Ja, dann wird er kurzzeitig irgendwie verwirrt sein und wird dann die Klinge nicht kommen sehen, die Telerion in den ihm gerade in diesem Augenblick so in Richtung Hals stößt und so quasi von unten so in den Kopf rammt. Der Elf fällt zu Boden. Gut, und dann grüße ich auf telepathischem Wege Telerion. Oha. Ja. Sanyasala. Und flattere Richtung Lagerhaus davon. Und, also wieder zurück. Und hoffe, dass er mir folgt. Ah, okay, ja. Also grad, du schuhust so quasi vor ihm herum und sendest ja eine telepathische Botschaft. In dem Augenblick. Ja, einen Gruß. Ich kann einen Gruß senden. Ja, okay. Dann, das war's. Genau. Dann stutzt er so kurz, als er dich irgendwie so fixiert mit seinem Speer. Irgendwie siehst du irgendwie schon, dass er irgendwie ein paar Schnittwunden irgendwie davon getragen hast. Stark am Schwitzen ist, wahrscheinlich irgendwie wegen der Anstrengung. Und in dem Augenblick siehst du, wie sich hinter ihm quasi von der Wand zu lösen scheint, ein Schemen von aus der Wand heraus löst. Und du kennst diese Art, du hast das schon öfter gesehen, wie das Eleven geübt haben bei dir in der Akademie im Hof. Das ist ein, mach mal Magieprobe. Erleichtert um 1. Kundeprobe. Dürftest du erkennen. Dicke. Ein Chamäleoni. Verwandter wohl, Zauber wohl. Da hat er sich wohl hinten irgendwie so an die Wand gestellt, dann hat ihn keiner gesehen. Und jetzt bewegt er sich, zieht sich so raus und kommt, taucht so irgendwie dann auf hinter dem. Trägt einen großen Dolch und in dem Moment siehst du halt, wie er dem so die, von hinten die Kehle durchschneidet, dem Telerion. Der damit überhaupt nicht gerechnet hat. Der sackt vor dir so auf den Boden und in dem Moment schuhust du schon davon. Weil du warst da gerade schon dabei, wegzufliegen. Okay, ich drehe natürlich ab, der Elf, der sich da irgendwie, der den gerade getötet hat, spuckt auf den herunter und verschwimmt dann wieder mit den Umrissen des Hauses. Interessant. Mhm. Dann mache ich Folgendes. der verschwimmt mit den Umrissen des Hauses und sieht man dann so einen Schatten weg, schattieren, oder? Mach mal eine Sinnesschärfenprobe. Mach ich. Oh, da ist wieder jemand herausgefallen, nämlich der Pölle. Da ist er wieder. Ja, sorry. Falsches Tab aufgemacht. Nee, irgendwie hat ihn das gerade überfordert. 4 QS. Okay. Dann siehst du tatsächlich einen Schatten, der sich in die Straße herunter bewegt. Okay, also das heißt, dann ist im Prinzip die Luft wieder rein, ja? Mhm. Dann werde ich Folgendes machen, dann versuche ich immer noch in Eulengestalt das Licht, was er um den Hals getragen hat, ja. Von seinem, ihm so abzuziehen und zu transportieren in den Krallen. Okay,
Soll dir gelingen. Man schuhust du davon Richtung Lagerhaus. Ja. Okay. Und halte währenddessen, mach noch einen Bogen, halte nochmal Ausschau nach den anderen beiden Gefährten. Also wenn du nach einem Bogen schlägst, dann siehst du die beiden auf jeden Fall auch auf dem Marktplatz stehen, zusammen mit einer merkwürdigen Gestalt, die in edle Klamotten gekleidet ist. Auch ja, das Bild siehst du ja in dem Google-Doc. Mm-hmm. Ja, während ich so über die fliege, sende ich einen Gruß. Ja, auf einmal erklingt es in eurer beiden Kopf Sanyasala. Nein, hallo ihr. Oder hallo ihr. Kann ich nur elfische Grüße versenden. Und zwar gerade in dem Augenblick, als dieses Wesen, was hier herum aufgestanden ist, sich herumdreht und in eure Richtung guckt. Also vielleicht hat es euch gerade telepathisch gegrüßt. Das muss ein Götterwirken sein. Also der ist in meinem Kopf. ja, also ungefähr das geht in meinem Kopf ab, so eine kleine Mini-Ikayo. Während ich einfach nur da stehe. Es spricht mit mir. Durch eine Riesenkrabbe durch. Was zur Hölle? Ich guck mal probeweise Ilva an. Vielleicht hat sie es ja auch gehört. Oder ich bin wahnsinnig geworden. Wer weiß das schon? Also du hast nicht wirklich geschrien, ja? Nein, nein. Okay. Ah. Ich guck Ilva. Hast du gerade was gehört? Also die beiden reagieren nicht, ja? Ich seh die. Ja, die doch, reagieren anscheinend irgendwie auf dieses Wesen, was da vor ihnen steht. Also. Dann sende ich das nochmal. Hallo ihr und Schuhue unterstützend. Ich guck nach oben. Sehe ich ihn da? Ja. Verdammt, wir haben einen Aufmerksamkeitspfeil auf uns. Geh weg! Der bemerkt uns noch! Geh weg! Nicht im Kreis. Ich möchte das nochmal kurz unterstützen. Ja. Wie bei Dead by Daylight, dieser Vorteil, wenn die Raben über einem kreisen und seit die Position dauerhaft verraten. Ihr seht, wie die Gestalt so der Eule folgt, wie sie über euch kreist, dann so ihr Halstuch nach oben zieht, sich das so um die Nase wickelt. Irgendwie so die Kapuze ein bisschen tiefer ins Gesicht zieht, sich umwendet und dann in der Dunkelheit verschwindet. Na toll. Dämlicher Vogel! Ja, ich erkenne ich ihn? Wahrscheinlich, oder? Es ist exakt derselbe Vogel, den du schon gesehen hast. Exakt derselbe! Ja, das Problem ist, Eulen sehen ziemlich gleich aus in stockdunkler Nacht. Nein! Ja, doch, verdammt! Deswegen ist das so. Was ist das für ein komisches Viech? Ist das kaputt? Soll ich denn machen? Ich hatte noch nie Freunde. Warte mal. Gossin? Und ich flieg direkt weiter zu Lothir. Ja. Das ist übrigens ein Vogel, der so ein komisches Amulett im Schnabel hat. Das muss man ja. Das du ja auch kennst. Vielleicht ist es der Elf, der sich in einen Vogel verwandelt hat. Dann würde ich immer mal so leicht anstupsen, vielleicht sollten wir ihm folgen. Das sieht so ein bisschen aus wie Goswin. Okay, dann macht ihr euch alle auf den Weg Richtung Lagerhalle. Und ich denke... Ich könnte ihn Kaio noch auf den Kopf kacken, ja? Ich erschieß dich mit meiner Schleuder, ja? Ich hole dich mit dem Stein vom Himmel und dann rupfe ich dich. Ich denke, an dieser Stelle können wir für heute die Spielsitzung beenden und gucken dann beim nächsten Mal, was ihr noch in dem Schlachtfeld, weil um euch herum tobt immer noch die Schlacht, auch wenn ihr euch da jetzt am Ende jetzt relativ freier bewegt habt und keinen Gegner hattet. Aber um euch herum hört man immer wieder Schreien und auch Waffengeklirr und das brutzelnde Geräusch von Feuer, die das Häuser verbrennt. Und wir werden beim nächsten Mal dann erfahren, wie es weitergeht in Friesow. Und ich bedanke mich für das Zugucken von euch, wenn ihr zugeguckt habt. Wenn ihr das auf YouTube guckt, dann lasst uns doch ein paar schöne Worte unten, wenn es euch gefallen hat. Und ich bedanke mich bei meinen Spielern, wie immer. War sehr, sehr schön, auch wenn heute, ich finde das bei DSA immer so, generell kämpfen ist immer so, wir haben ja die ganze Folge jetzt nur gekämpft eigentlich. Ne? Das ist, ich finde das andere irgendwie mal ein bisschen erheiternder. Aber Kampf ist auch mal ganz schön. Und mal gucken, wie es weitergeht. Vielleicht gibt es ja noch mehr Kämpfe bei Klingen der Nacht Teil 5 dann schon.
Wann das weitergeht, könnt ihr auf dem Nordpol nachlesen. Da oben läuft die ganze Zeit die Adresse durch. Und schaut da mal vorbei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.